Well, hello, hello und herzlich willkommen hier zu unserem Quiztime. Hallo zusammen, wir sind live zu viert und es funktioniert soweit. Ich hoffe, es bleibt so. Wie geht's, wie steht's? Kurz, wupp, wupp, genau. Hallo Tami, hallo wupp, Siedler, wupp. Hallo Lizzie, wen hatten wir noch alles? Hallo Airfighter. Ich hab sich ja jemand überlesen, oder? Ja, die eigenen Leute, ne? So, hey, schön seid ihr hier. Wir versuchen heute was Neues. Es ist sehr viel neu eingestellt. Also wenn irgendwas zu laut, zu leise, irgendwas ist, meldet euch bitte, dass wir es anpassen, oder dass ich es anpassen kann. Ich bin der Schuldige heute. Hallo Jesse und hallo Tamos. Und zuerst mal, hallo Troy, hallo Ullen und hallo Squanchy. Schön, dass ihr hier seid und mit mir das hier versucht. Ja, danke für die Einladung. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, den Shoutout einzurichten hier. Cool. Aber, Chat, hier, Ausrufezeichen Team, das sind die Leute, die heute dabei seid. Geht da mal vorbei. Und zuerst mal machen wir eine kleine Vorstellungsrunde für die, die jetzt von den anderen reingekommen sind. Hallo Pini und hallo Fienchen, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Mr. Bletch, ich bin eigentlich Filmmusikkomponist. Ich mache hier eigentlich meistens Filmmusik. Und heute habe ich mir gedacht, ich versuche mich mal als Talkshow, nein, nicht als Talkshow, als Quiz-Show-Host. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil ich als Teilnehmer noch schlechter werde. Deshalb habe ich gedacht, ich hoste das Ding einfach, da komme ich gut weg. Nein, Späßle. Oben links im Bild habt ihr Troy. Und ich würde sagen, stelle ich am besten selbst. Er hat übrigens ganz ein schönes Shirt an. Ja, lieber Chat, ich bin der Troy. Ich streame auch und ich streame jeden Samstag ab so circa 19 Uhr. Bei mir gibt es viel interaktive Sachen, viele Spielereien, Marbles on Stream ab und zu und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Wie lange streamst du schon? Ich hatte meinen ersten Stream im 2017, glaube ich. Und dann habe ich aber länger mal so Pause gemacht. So richtig regelmäßig stream ich seit 2020, 21. Ja, und regelmäßig heißt jeden Samstag. Stark. Stark. Können wir da, ich weiß nicht, ob Squanch oder Ulm damit halten können. Ich auf jeden Fall nicht. Ich bin ein typischer Corona-Streamer, aber bei mir ist es geblieben. Ja, oberhalb von mir ist der Ullenbullen. Stell ich gerne selbst vor. Hallöchen, ja, ich bin der Ullenbullen. Ich streame auch, was für eine Überraschung. Vielleicht noch als Antwort. Ich habe auch ein Bletch-T-Shirt an. Ist schon langsam ein bisschen verblichen, aber... Du hast ein Jubiläums-Shirt an. Du hast das 100-Stream-Shirt an, ne? By the way, genau, ich bin jetzt bei 192, also bald. Bald ist es bald wieder so. Bald gibt's das nächste. Was streamst du hauptsächlich? Ich streame eigentlich mehrheitlich Rollenspiele oder Strategiespiele im Moment. Und eigentlich meistens zu dem, was ich Bock hab. Ganz unterschiedlich. Kommt auf meine Mut drauf an. Gestern habe ich Star Wars Empire at War gespielt. Das ist... jetzt, glaube ich, 17 Jahre alt. Aber ich finde es trotzdem geil. Nice. Und ja, ich glaube, ich kann mit Troy mithalten, weil ich glaube, ich bin auch so 2017 oder Ende 2016 sogar schon aufgesprungen. Bin mir nicht sicher. Ja. Aber, ja. Coole Sache. Gehört zum alten Eisen. Und nebenbei bist du ja noch Dungeon Master. Habe ich das richtig? Ja, genau. Genau, das ist mein neues Hobby, meine neueste Passion, die ich versuche auszuüben. Ich versuche mich als Dungeon Master und habe das, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht mal so schlecht gemacht. Das auf jeden Fall. Also was ich zumindest gesehen habe, das kann ich so bestätigen. Aber jetzt für die, die nicht wissen, was ein Dungeon Master ist, was ist das? Für die, die es nicht kennen, es gibt das Spiel Dungeons and Dragons. Das ist entweder ein Tabletop, also einfach eins, wo man sich... normalerweise zusammentrifft und dann spielt man da so eine Art Rollenspiel, halt einfach ohne Computer, sondern mit Bleistift und Blatt Papiere. Und ich stelle euch dann eigentlich eine Welt hin und ihr spielt dann in meiner Welt eure Charaktere sozusagen. Mit dem, wie Sheldon, glaube ich, sagt, leistungsfähig
mit der leistungsfähigsten Grafikkarte der Welt, oder sag, glaube ich, ja. Genau, ja, mit dem hier oben, genau. Sehr gut. Ja, nice. Und zu meiner Linken... Oh, scheiße, ich habe die Kamera nicht... Hier. Ich habe die Kamera nicht gespiegelt. Zu meiner Linken, Mr. Squanchy, last but not least. Hallo zusammen. Ja, ich bin der Squanchy, ich bin das Küken hier unter dem Streamer. Ich kann nicht mithalten mit 2017 oder so. Ich bin auch ein Corona-Kind, ein Corona-Streamer sozusagen. Vor 2,5 Jahren habe ich gestartet. Und bei mir seht ihr viele Story-Games, viel Nintendo, Souls-Games, Community-Games, Mario Kart. Ich mache auch ein Quiz, und zwar immer beim Just Chatting am Anfang von Streams. Den Klugscheißer. Und jetzt ist es auch mal was anderes, auf die andere Seite zu stehen und Fragen zu beantworten. Sehr gut, da kann ich von dir noch lernen dann. War auch schon passiv dabei. Heute was beweisen wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Heute muss niemand irgendwas beweisen, es geht darum, Fun zu haben. Und obendrauf, wer am meisten weiß oder am meisten Glück hat, vielleicht auch, mal gucken. Der gewinnt dann in einem seiner nächsten Streams noch 10 Gifted Subs von mir. Das ist so der kleine Anreiz, den ich hier bieten kann. Ja, was machen wir eigentlich? Kennt jemand von euch Theoparty? Oder es gibt noch wer weiß denn sowas zum Beispiel? Ist etwas Aktuelles, was noch läuft? Was so in die gleiche Richtung geht? Ja. Nein. Also Jeopardy, das kenne ich natürlich. Der Jeopardy, aber sonst, Vor allem die Musik, die kenne ich von Jeopardy. Ja klar, das ist natürlich ein Dauerbrenner. Ne? Ich habe mir zuerst überlegt, das Intro mit der Musik zu machen, habe mich dann aber aus gewissen rechtlichen Gründen dagegen entschieden. Ja, klar. Schwierig. Familienduell, ja, das gibt's auch noch. Ist aber, glaube ich, ist nicht ganz das gleiche Prinzip. Ich zeige euch mal, um was es geht, damit, also die anderen wissen es ja schon, aber damit der Chat auch sieht. Warte noch kurz. Warte noch kurz. Ullen! Danke für 5 Gifted Subs. Alter, du weißt schon, wenn du jetzt gewinnst, hast du nur noch 5, ne? Mehr Ansporn für mich. Oh, Squanchy. Danke euch fürs. Hey, aber mein Alert mit dem iPhone funktioniert auch. Ja, genau. Und sie lösen einfach schnell einen Eye-Tracking aus. Danke auch dir, Troy, für dein Abo im 16. Monat, Mann. Im 16. Sehr gerne. Du Spinner. Danke euch vielmals. Ja, schön. Das war eigentlich nicht mein Gedanke jetzt gerade, aber danke für den Hype-Train. Leute, ich kann die Hype-Train-Animation hier auch nicht auslösen, aber das ist auch okay, weil heute geht es ja auch nicht um mich, sondern um die anderen drei. Leute, und danke auch dir, Sabi, für die geilen 69. Und hallo, Pecky, ich weiß es nie, Pecky oder Pecky. Hallo, Pesky. Spiel mit. Pecky, ja. Sorry, Pecky, du weißt, es ist nicht böse gemeint. Ne? Ich habe immer ein Durcheinander. Leute, Samuel L. Jackson. Oh, ich muss die. Casey, wir werden dir das noch zurückgeben. Das funktioniert heute alles nicht. Ich muss die Dingens ausschalten dringend kurz. Sorry, Leute. Ich muss kurz meine Kanalbelohnungen ausschalten. Die funktionieren nämlich hier nicht. Ich muss die kurz ausschalten. Und danach erkläre ich euch gleich, um was es geht. Eben, Chat, das sind genau die Sachen, ne? Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ich lerne gerade dazu. So. Kanalpunkte rausnehmen, weil das funktioniert alles nicht. Wir gucken, dass du das noch zurückhältst. Chat! Hört doch auf! Was läuft mit euch? Schatz, danke für 100. Siedler, danke für dein Abo im 2. Monat und Tami für 100. Ja, Liebe geht raus. Nur so zum Sagen, ich werde das... Leute! Ich werde die 10 Subs sowieso verschenken. Ihr müsst mir die nicht irgendwie vorfinanzieren oder so. Aber hey, das Mobile Phone funktioniert. Ich habe Freude dran. Yeah. Ja, Chat, also was ich eigentlich machen wollte. Danke vielmals für alle Unterstützungen und so weiter. So sieht das Ganze aus. Ne?
Wir haben hier ein Board mit 5 Kategorien und jeweils 5 Fragen in wahrscheinlich aufsteigender Schwierigkeit. Es kommt natürlich extrem drauf an, ob man hier etwas gerade weiß oder nicht. Punkte von 100 bis 500. Wir spielen der Reihe nach. Das heißt, Troy beginnt, dann Ullen, dann Squanchy. Sie können eine Frage auswählen, die wird gestellt. Und wenn Sie es wissen, bekommen Sie die entsprechende Punktzahl gutgeschrieben. Wenn Sie es nicht wissen, wird der Buzzer freigegeben und die anderen zwei haben die Chance, die Punkte zu stehlen. Sofern Sie natürlich die richtige Antwort wissen. Es gibt keine Minuspunkte. Und wie bereits schon gesagt, für euch drei, die mitspielen, wäre froh, wenn ihr vor der Antwort kurz buzzern würdet, damit ich die Punkte automatisch zuschreiben kann, wenn ihr richtig liegt. Ne? So, und für den Chat, genau, Jesse hat es gerade geschrieben und angepinnt, bitte kein Backseat-Gaming machen, bitte lasst die drei Herren hier die Fragen selbst beantworten. Ihr dürft danach, wir werden eben auch kurz sprechen zwischen den Fragen. Wir rushen hier jetzt nicht durch. Genug Zeit haben, das noch zu diskutieren. Und dann könnt ihr auch sagen, ob ihr es gewiss hättet oder nicht. Genau, The Wall. Aber bitte nicht vorsagen, ja? Sie werden sich fair verhalten. Sie werden nicht googeln. Sie werden nicht Chat lesen, wenn sie dran sind, wenn die Frage offen ist, sondern einfach zwischendurch. Und ja, ich werde natürlich auch nicht gleich mit euch sprechen können wie sonst. Das werden wir aber sicher zwischendurch mal noch machen. Oder mal kurz ein Bäuschen oder so. Ich lese hier gerade Team Ullen. Ei. Da werden schon Parteien gegründet hier. Im schwarzen Loch, ja genau. Ullen sitzt im schwarzen Loch, ja. Die Ullen-Partei, genau. Ich bin in der Void. In der Void, ja genau. Casey hat das auch geschrieben. Heute in der Void. Right, lass mich kurz nachlesen, habe ich was vergessen? Genau, wenn die Frage freigeschaltet wird für die anderen zwei, sprich wenn der an der Reihe ist, falsch antwortet, wartet bitte nach dem Buzzern kurz mit dem Antwortgeben, damit ich euch sagen kann, wer das schneller war. Nicht, dass ihr einander die Antwort vorsagt. Und es wäre natürlich cool einerseits, wenn ihr uns ein bisschen an euren Überlegungen teilhaben lassen würdet. Vielleicht müsst ihr aber ein bisschen auch aufpassen, was das ihr sagt, weil es könnte ja sein, dass eure Antwort falsch ist und ihr so den anderen beiden helfen würdet. Das einfach noch als kleiner Hinweis. Und als zweiter kleiner Hinweis, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon, ihr könnt natürlich auch die Fragen offen lassen, bei denen ihr wisst, dass ein anderer vielleicht da nicht am stärksten ist. Ja, auch eine Idee. Oder natürlich umgekehrte Denkweise, die Sachen zuerst nehmen, in denen ihr euch sicher seid. Ja? So, sind gerade noch Fragen von euch oder vom Chat? Gibt es ein Zeitlimit bei einer Frage? Nein. Ich bin halber Berner und nein. 2 Stunden später. Nein, ja, wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Es soll eine lustige, witzige Runde werden und nicht irgendwie auf Zeit stressen. Ihr könnt euch da auch lange überlegen. Ich habe einen Timer für 30 Sekunden, also wenn ihr es überspitzt, kann ich den reinhauen. Aber grundsätzlich haben wir keine Zeit. Wichtigste Frage an diesem Abend. Wo ist dein Quizmaster Paillettenjackett? Oh, ja, das muss ich mir noch kaufen. Das muss ich mir noch kaufen. Stimmt, von dem hatten wir es mal im Chat, dass ich so ein Pailletten oder die rote Jacke von Elton. Das wäre die zweite Option gewesen. Aber habe ich leider beides nicht. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt die falsche Antwort gebe, dann buzzert ja Ullen und Squanchy. Oder. Und wenn dann die Antwort wieder falsch ist, Du bist weg. Dann kann auch die. Ja, nein. Ich bin sowieso genau. Weg. Genau, für die Frage, genau, das wäre noch ein guter Hinweis. Genau, wenn natürlich die Frage einmal falsch beantwortet war, ist man weg. Das heißt, es gibt maximal 3 Antwortversuche pro Frage. Und dann ist die Frage durch. Kann ja auch sein, dass eine Frage ganz durch ist. Die Fragen kommen von mir. Ich habe mir Mühe gegeben. Manchmal musste ich mehr suchen. Manchmal musste ich weniger lang suchen. Es ist extrem schwer, Fragen zu finden und sie einzuordnen. Es kann sein, dass ich zum Teil für euch leichtere Fragen in höheren Punkten habe als umgekehrt. Ich habe es versucht, einigermaßen einzuordnen. Aber ich weiß ja nicht, was ihr wisst von dem her. Und umgekehrt.
So. Ich weiß gar nichts. Ja. Ich heiße Patrick. Genau. Gibt es Minuspunkte? Nein, es gibt keine Minuspunkte. Das heißt, immer eine Antwort geben. Das macht Sinn. Weil eben keine Minuspunkte, aber die anderen können bei falscher Antwort die Punkte stehlen. Wir machen es so. Darf ich Ihren Hut haben, Sir? Welchen Hut? Was? Wer hat das geschrieben? Der Casey. Ach so, ja. Das ist ein Spruch von Patrick Star. Ah, der, okay. Sabi hat 100 Franken auf Ulm gewettet. Oh, das ist eine gute Idee, Sabi. Ich mache das nächste Mal, mach JT6 parallel noch einen Wettstream. Habt ihr jetzt alle so coole Hüte? Hab ich, glaube ich. Squanchy ist noch am Schauen. Warte mal. Nein, ich habe nur eine Kappe, für das ist mir zu warm. Sehr gut. Aber ich finde das gut. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Warte, ich gehe nochmal kurz zurück ins Chatting, dann seht ihr es ein bisschen größer. Ne? So. Das ist doch wunderbar. Dann sieht man auch, wer die Kandidaten sind. Wer ist zu groß oder zu klein? Squanchy braucht keinen Hut bei seiner tollen Frisur, ja? Oh, das danke stimmt. Schön. Das stimmt. Aber so ist doch auch schön. Ich habe auch noch irgendwo Engelsflügen, aber die ziehe ich jetzt nicht an. Sehr schön. Alle richtig hot. Ja, wirklich. Okay, jetzt haben wir noch Team Squanchy, haben wir jetzt noch gegründet. Squanchy gewinnt. Du, Pressure is on, würde ich sagen. Wo ist hier das Team Troy? Chat, wo ist das Team Troy? Übrigens, Team Troy, kann ich nur kurz sagen, ich habe ja eine Umfrage gemacht. Wer gewinnt? Und da hat also Team Troy gewonnen. Also auf Instagram warst du vorne. Also ich habe so mein Ninja-Team. Ne? Die sind ein Ninja-Team, genau. In dem Hintergrund. Wer ist Troy? Das ist der Herr in der Mitte. Ja, ich bin schon froh, dass alle eure Kameras unter den richtigen Namen aufgeploppt sind. Das ist schon mein erster Win heute. Ja, komm, wir machen mal die erste Runde. Na? Troy darf beginnen. Musik, Scherzfragen, Film, Gaming oder allgemein. Welche Kategorie und welche Frage darf es sein? Film 400. Film 400 ist gewählt. Also wir zeigen... Was habe ich jetzt gedrückt? Musik 400, ich Idiot. Musik 400. Moment. Film 400. Ich wollte gerade sagen, weil ich sehe jetzt die Frage schon und dachte mir so, das ist keine Filmfrage. Gut, erste Frage für Troy für 400 Punkte. Wie viele Oscars erhielt der Film Titanic? Nicht helfen, Chat, dran denken. Du musst noch buzzern, Troy. Ja, buzzern. Ja, einfach wenn du dann, bevor du die Antwort gibst, einfach irgendwann dann noch buzzern, ja. Ich weiß es nicht so richtig. Ich weiß nur, ich war der Meinung, der Film bekam zu viele Oscars. Ich sag 9. 9 ist leider falsch. 9 ist leider falsch. Achtung, die anderen zwei, ich unlocke. Ullen buzzert, was sagt der Ullen? Ich glaube, es waren 13. Ist leider auch falsch. Da hat das Quanchi noch die Möglichkeit. Schön der Reihe nach. Die Frage hatte ich sogar mal beim Klugscheißer. Ich glaube, es waren 18. Ist auch falsch. Es waren 11. Ah, 11 nein. Waren es. Also ihr wart genau drumherum. Das wäre meine zweite Wahl gewesen, 11. Ihr wart genau drumherum, genau. Sabi 11, richtig. Eben denkt dran, Chat, nein, nicht zu früh die Antworten reinhauen. Nicht, dass wir dann Backseat Gaming haben, ne? Das waren 11. Keine Punkte, meine Lieben. So, und jetzt fängt ist schon geil an. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, das bestätigt ja ein bisschen, dass die 400er-Frage doch ein bisschen schwerer sein darf als die 3-2-100er-Frage, ne?
Wobei, das ist jetzt auch sehr, sehr spezifisch. Also das weiß man gerade oder man halt weiß es nicht. Chat ist sich auch uneinig. Ein paar hätten 12 gesagt. Wir haben übrigens mit Jess jetzt auch Team Troy, by the way. Yay! Jesse! Ja, das war leider nix, ne? Aber macht ja nichts. Der Vorteil ist ja, Troy, die anderen haben es auch nicht gewusst. Das heißt, sie konnten deine Punkte auch nicht stehlen, ne? So, Ullen ist an der Reihe. Mit was willst du denn beginnen, mein Lieber? Ich bin gespannt auf die Kategorie und ich nehme gerne die Scherzfragen für 300 Punkte, bitte. Scherzfrage 300. Gut, oben links steht es immer. Sofort reagieren, wenn da was Falsches steht. Scherzfragen 300. Das wäre die Frage, welche Tiere können nichts hören? Oh, ich sehe es rauchen bei allen dreien. Also ich finde diese Fragen fast am schwierigsten. Aber wenn man dann die Antwort hat, ist es irgendwie logisch. Ullin? Du sagst ja Tiere, das heißt Meere. Ich würde jetzt mal behaupten Fische. Weil Wale können zwar hören, aber das sind Säugetiere. Delfine sind auch Säugetiere. Die einzigen, die aus meiner Sicht keine Ohren haben, sind Fische. Genau. Du bist aber in der Kategorie Scherzfragen, mein Lieber. Nicht in Chat schreiben. Nicht in den Chat schreiben, meine Lieben. Noch nicht. Da habe ich es eh schon verkackt. Ich habe Fische gesagt. Yes, das ist leider falsch. Ist leider falsch, mein Lieber. Ich unlocke die Passers. Wer von den beiden will sein Glück versuchen? Welche Tiere können nichts hören? In der Kategorie Scherzfragen. Das war der Troy. Tauben. Er sagt die Tauben. Und? Die Tauben. Die Tauben ist richtig. Der Troy hat die 300 Punkte geerbt. Sehr gut. Sehr gut. Frage stellen. Wie? Wären Plüschtiere auch richtig gewesen? Es gibt nur eine richtige Antwort bei diesen Scherzfragen. Es gibt nur eine richtige Antwort. Nein, es sind wirklich, also ihr wisst jetzt, ihr seht jetzt, in welche Richtung das geht, ne? Okay. Gut. Ja, Troy hat geerbt. Die Tauben. Troy ist ein Scherzkeks. Ja, nice. Das heißt, der Squanchy wäre an der Reihe. Ullen, die Tauben hören doch nichts. Das ist doch logisch. Ja, im Nachhinein ist es immer logisch. Im Nachhinein ist es immer logisch. Und hallo, Zicke, schön bist du da. Squanchy, an wem willst du dich versuchen hier? Allgemein 300. Allgemein 300 wird gewählt. Ja, ich schätze mal, das könntest du wissen. Und die anderen beiden wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich steige noch Pressure. Wir gucken mal, Luna Lovegood, Remus Lupin und Rubeus Hagrid sind Figuren welcher Buchreihe? Yes. Harry Potter. Oh, das ist natürlich Harry Potter, die 300 Punkte für den Squanchy. Ihr seht, zum Teil ist es schwieriger, zum Teil einfacher, ne? Man muss halt auch Glück haben. Wisst ihr, was hier das Problem war? Ich wollte eigentlich noch eine dritte Figur, die nicht ganz so extrem im Fokus steht. Aber mir kam keine mehr in den Sinn. Ja, genau. Die Luna hast du da, oder? Genau. Die Luna. Die 100 verschiedenen Päckchen, bis ihr die richtig gehabt ist, ne? Genau. Ja, nice. Die erste Runde durch. 300 zu 0 zu 300. Aber es kann schnell gehen, ne? Es kann wirklich extrem schnell gehen. Und hallo an alle, die ich überlesen habe noch. Luna und hallo Pini und. Es tut mir leid eben, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Ne? Das hatte sogar ich gewusst. Ah, das hätte mein Schatz sogar gewusst. Die ist ja Harry Potter Profi und Filmprofi vor allem, wie ja Troy auch weiß. Genau. Genau. Ja, nice. Ihr habt euch ein bisschen in der Mitte angefressen so. Nicht die einfachsten, aber mal ein bisschen austesten. Ne? Nice. Sehr gut. Wir gehen in die zweite Runde. Troy hat wieder das Wahlrecht. Ich nehme Gaming 500. Oh, jetzt will er es wissen. Das gibt ein schönes Muster, Troy. Ich liebe dich jetzt schon dafür.
Gaming 500. Die Frage lautet: Wie heißt der orangefarbene Geist beim Videospiel Pac-Man? Ich muss ganz ehrlich sein, ich wusste gar nicht, dass die Namen haben. Ja, das wusste ich auch nicht. ich habe keine Ahnung. Darum, aber ich drücke jetzt hier mal einen Buzzer und sage jetzt einfach mal Orange Ghost. Vielleicht hat der gar keinen Namen, der heißt vielleicht einfach Orange Ghost. Ist eine verdammt gute Idee, aber leider falsch. Die haben wirklich Namen. Okay. Die haben wirklich Namen. Ich sag's, je nachdem sind es wirklich schwierige Fragen, die man wissen muss, sonst hat man keine Ahnung. Ich habe die Buzzers geunlockt, falls noch jemand versuchen will. Haben die anderen eine Ahnung oder auch noch nie gehört? Der Ulf. Oh, das wird ja ein guter Ort. Fängst du auch schon an. Der Ullen, weißt du, es stehen ja noch die Namen oben drüber, oder? Ullen versucht es als Zweiter. Also ich sage lieber etwas als nichts zu sagen und ich sage mal irgendwie Mandarin oder so. Mandarin, auch geil. Leider Mandarin. Auch falsch. Okay. Willst du dein Glück auch noch versuchen, Squanchy? Ja, versucht's auch. Ja, die haben einen Namen, Chat. Wirklich. Norman. Auch eine geile Idee. Aber Norman ist auch... Ich hätte die Frage auch anders stellen können. Wer gehört zu Bonnie? Clyde. Oh, Clyde. Genau. Der heißt Clyde. Wow. Ohne Scheiß. Alle vier Farben haben einen Namen. Ich hab das gelesen in einem Blog und dachte mir, ja gut, vielleicht weiß es ja jemand. Ich habe das vor ein paar Tagen tatsächlich auch gelesen. Ah ja, da haben wir wahrscheinlich gleich das Gleiche. Bei Watson. Ja, genau. Das. Genau. Genau, eben. Ich wusste nicht mehr, dass es Clyde ist, verdammt. Ja, wir haben wirklich, die haben Namen, Chat. Jetzt habt ihr was gelernt. Das bringt euch überhaupt nichts. Aber ihr habt was gelernt. Das ist ja schön, ne? Ich wäre bei Steve gewesen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Blinky, Pinky, Steve. Inky Steve, oder Steve, Clyde. Ja, Steve, genau. Steve! Oh, es ist gar nicht Steve. Alan! Jason! Alan! Jason! Sehr gut. Sehr gut. Ullen ist an der Reihe. Ich würde meine musikalischen Künste mal herausfordern und nehmen Musik 100 Punkte. Musik 100. So, Chat, ich sag's einfach jetzt schon, nicht spoilern. Ja? Es ist eine Wahnsinnsfrage. Wer sang den Song Oops, I Did It Again? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber ich glaube, das war die Britney Spears, ne? Das war The Britney Spears Right. Sehr schön, Ullen holt sich die ersten 100 Punkte. Ich komm, ihr Schweine. Der kam heute im Radio. Oh, zum Glück, ne? Habe ich nicht gehört. Ja, Chat, unterschätzt es nicht, wenn man selbst in der Situation sitzt, ne? Ihr kennt die ersten 4, 5 Fragen bei Wer wird Millionär? Das sind ja wirklich einfache, doof Fragen. Also zum Teil sind sie ein bisschen knifflig, aber es sind ja wirklich doof Fragen. Aber wenn man, glaube ich, da sitzt, ist das ganz, ganz, ganz eine andere Sache. Ja, Squanchy, Sie dürfen. Ich nehme allgemein 400. Ja, vielleicht bei allgemein. Du warst vorher schon bei allgemein, glaube ich, oder? Ja. Allgemein 400. Das ist ein bisschen eine längere Frage. Ja. Welches berühmte Bauwerk in Indien ist ein weißer Marmortempel, der als eines der schönsten Beispiele hinduistischer Architektur gilt? Yes. Den Taj Mahal. Den Taj Mahal und das Weiße Halt. Das Weiße Halt der Squanchy. Stark. Oha. 400 weitere Punkte drauf. Ich muss ehrlich sagen, mit der Antwort war es wie irgendwie klar. Aber so nur die Frage, da muss man schon ein bisschen... Muss man ein bisschen überlegen. Es ist übrigens ein Grab, das Taj Mahal. Okay. Warst du schon da? Taj Mahal nicht an. Nö. Nee, war ich nie. Nee, war wirklich einfach nie. Allgemein. Aber bisschen, ja? Sehr, sehr schönes Gebäude und eigentlich ist es ein Grab. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Taj Mahal, ja, genau so schreibt man das, Casey. Und hallo, Arti, schön, dass du hier bist.
Und auch nochmal hallo an alle anderen, die ich überlesen habe. Es tut mir sehr leid. Ich muss mich hier extrem konzentrieren, dass ich das einigermaßen gerade hinkriege hier mit den richtigen Fragen drücken. Ja, nice. Wir haben einen neuen Zwischenstand. Nach 2 Runden Troy mit 300, Ullen mit 100 und Scrunchy schon mit 700 Punkten. 700. Aber eben, im Moment kann ja noch jeder auswählen, was er will, ne? Genau. Gegen das Ende wird es dann schwieriger. Sabi, ich würde die 100 Öcken irgendwo anders hinspenden, anstatt in mich. Genau. Sabi, nein, komm, sie steht hinter dir. Sie schreibt, los, Ullen. Gerade keine Geld-Zurück-Garantie für angenommene Wetten. Aber Schatz, hast du dir das aufgeschrieben? Das nächste Mal, wenn ich das mache, musst du ein Wettbüro machen nebenbei. Das wäre noch eine gute Idee. Ein Wettstream. Sehr schön. Sehr schön. Gut, wir sind wieder vorne. Troy. Oh, ich weiß nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich bleib bei Gaming 300. Gaming 300. So. Ist gewählt. Ist eingeloggt. Tötötötö. Die Lichter. Welches ist die meistverkaufte Videospielkonsole, die je hergestellt wurde? Das sind übrigens Wikipedia, also das ist ein Wikipedia-Ausdruck, ich kann das ja nicht überprüfen. Ne? Die meistverkaufteste, und by the way, wenn es mehrere Konsolen gibt, bitte sagen welche. Also wenn es mehrere, es gibt eigentlich von jeder Konsole mehrere Varianten, dann bitte welche. Ich passe mal, aber ich weiß es nicht wirklich. Ich frage mich jetzt auch, ist das eher eine neuere Konsole oder eine alte Konsole? Ich tippe jetzt mal auf Game Boy, Nintendo Game Boy. Nintendo Game Boy stimmt leider nicht. Die Frage ist jetzt, zählt das zu Konsolen? Ist das per se eine Konsole oder ist es eine Handheld-Konsole? Eigentlich, ja. Ist schon eine Konsole. Ich denke, das zählt da auch rein, stimmt. Aber so leider nicht gemäß meinen Infos. Squanchy, was meinst du? Ich habe einfach gedrückt, damit ich vor Ulm bin. Ist auch eine Taktik. Also Schatz, das Nokia 3210 ist es nicht. Das ist es nicht. Was meint der Squad? Die meistverkaufte Videospielkonsole, die je hergestellt wurde. Ich lehne mich jetzt da mal aus dem Fenster und sage die PlayStation 4. Die PlayStation 4 ist leider auch falsch. Ullen, du hast noch die Chance. Ist halt mega schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Ich würde tatsächlich sagen... Boah, ich hänge zwischen zwei Antworten, hänge ich. Aber ich würde tatsächlich sagen, es ist die Nintendo 64. Nintendo 64 ist leider auch falsch. Das wäre die zweite Antwortmöglichkeit gewesen bei dir. Die PlayStation 1. Wäre auch falsch. Das ist die 2. Oh. PlayStation 2. 157,68 Millionen gemäß den Infos, die ich habe. Ne? Okay, krass. Ich habe das wirklich, genau, Cole schreibt jetzt auch gerade PS2, bitte dann nicht zu früh, ne? Bitte dann nicht zu früh schreiben. PS2 hat sich 157,68 Millionen Mal verkauft. Leider habe ich mir die Rangliste nicht ausgeschrieben, also ich kann euch nicht sagen, wo eure Guesses waren. Das muss ich mir vielleicht für das nächste Mal auch merken, dass ich hier ein bisschen Randinfos bieten kann für weitere Dinge. Aber tatsächlich ist es die PlayStation 2. War das die PlayStation, die mit dem ersten Spider-Man rauskam? Ja. Ich glaube, oder? War das die 3? War die 3 die erste Spider-Man? Weil die 3 hatte den Schriftzug, also die Schrift von Spider-Man. Ach so, ja, stimmt. Ist das richtig? Dann war das die 3. Schon lange her. PlayStation 2 war, glaube ich, die erste. War das schon God of War draußen? Oder war das das erste? Jetzt seid ihr gefragt. Jetzt könnt ihr Infos droppen.
Der Grafik-Engine-Chip der PS2 war damals der leistungsfähigste und wurde auch in Kampfjets verbaut, meint der Calls. Zum Beispiel im FA-18. Ja, nice. Krass. Die wurde so oft verkauft, weil sie so schnell kaputt gegangen ist, mein Finchen. ist auch eine Idee, ja. Sehr schön. Sehr schön. Also wenn jemand die Rangliste... Ah, Spider-Man 2 wurde meistens auf PS2 gespielt, glaube ich, meint der Ree. Spider-Man 2 wurde meistens auf der PS2 gespielt. Aber dann war der Original, also der... Das, was mitverkauft wurde, war dann mit der 3, ne? Das war dann wahrscheinlich das nächste Spider-Man, ne? Ich weiß nicht, das war vor... Also ich bin ja sowieso kein PlayStation-Nutzer, was das anbelangt. Ja, aber war die PlayStation 2? Es ist eben, ist schwierig. Es hat noch ein paar solche Fragen versteckt, sage ich jetzt mal, in verschiedenen Kategorien. Kann man wissen, muss man aber halt nicht, ne? 2004 war das. Okay. Und viele Leute haben sich später die Slim-Version geholt. Ja, gut, das stimmt auch, ja. Aber 167 Millionen ist schon viel, ne? Für eine Konsole. Das ist schon ein richtig krasses Stück eigentlich. Das ist schon... Ach, schnell Menü, hä? Schnell Menü, ja. Ja, nice. Ullen, wo versuchst du dein Glück? Ich versuche mich mal bei Film für 300 Punkte. Film 300. Die goldene Mitte ist jetzt dann bald ausverkauft. Mhm. Oh, da habe ich jetzt ein Problem. Ich glaube, da ist die Antwort falsch, aber das google ich noch. Da ist die Antwort falsch. Aber ich stelle dir die Frage mal noch und ich suche die Antwort noch raus. Zwischendurch Chat auch mal googeln, aber nicht reinschreiben. Wie viele Tomb Raider-Filme wurden gedreht? Also ich weiß sicher, das gibt zwei mit Angelina Jolie. Und einen neuen. Ich würde jetzt mal sagen 3. Oh, Moment. Du sagst. Es gibt 3 Tomb Raider-Filme. Okay, Chat. Jetzt brauche ich kurz eure Hilfe, weil dort, wo ich das gelesen habe, waren es noch 2, aber das stimmt nämlich. Es waren 2 mit Angelina Jolie und einer, glaube ich, eben auch mit der neuen Schauspielerin. Aber ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Mit oder ohne Pornos? Ohne Pornos, Chat. Dann wären es jetzt 69. Ja, genau. Oh. Oh. Ich bin der gleichen Meinung wie Ullen. Laut Google 3. Ja, sehr gut. Also dann, wenn ihr auch einverstanden seid, right answer from Ullen. Ich habe hier noch 2. Ich zeige euch kurz, aber ich habe dann auch gemerkt beim Durchgucken, beim Checken nochmal, dass das nicht stimmt. Das war eine Frage vor dem neuen Film. Und es sind jetzt 3. Also weitere Punkte für Ullen. Das Problem war, glaube ich, dass einer der 2 alten Filme völlig untergegangen ist, weil die waren halt jetzt nicht gut. Alicia Vikander heißt die neue. Mhm. Alicia. Der Kors weiß das ganz genau. Ich will nicht wissen, warum. Ja, nice, Ullen. Sorry für das, weil ich habe die Fragen nochmal überprüft und dann war mir so, das waren mehr als 2. Das kann nicht sein. Eben, es kam noch ein Neuer. Vielleicht jetzt bei den nächsten Fragen einfach mal hinterfragen, ob ich nicht doch recht habe. Nee. Das ist die einzige Frage, die ich mir eigentlich noch korrigieren wollte. Die anderen sind meines Erachtens richtig. Und sonst haben wir ein paar im Chat, die sich sicher vehement wehren würden, wenn da was nicht stimmt. Ja. Aber dann ist es ja mein Fehler dann. Pretty Bounce weiß auch, dass sie Amicia heißt. Oder Amicia? Alicia? Amicia? Ja, also Amicia ist die aus A Plague Tale. Ich hoffe, die Frage kommt jetzt nicht. Das war risky, mein Lieber. Das war risky. Lassen wir mal so im Raum stehen. Gut, Squanchy, was hättest du gerne? Bleib bei allgemein. Und zwar 200. Die 200. Allgemein 200. Er kämpft sich an der rechten Front hoch. Das klingt falsch. Wie sagt man der chemischen Verbindung H2O auch noch?
Ja. Wasser. Wasser. Ganz einfach. Genau. Weitere Punkte für... Jetzt hatte ich kurz Angst so, hä, was? Das ist so eine Stolperfrage. Das ist euer Ernst. Ja, aber, so ist euer Ernst. Leute, manchmal, es ist schwieriger, manchmal ist es einfacher, ne? Nein, nicht der H2O. Nein, das ist eine Band, so eine komische, habe ich mal gehört. Okay. Das ist so eine komische... Und einer, der da mitmacht, der sagt immer, Jonai! Und, oh, der lebt. Und, was sagt er noch? The fuck? Kennst du ihn nicht? Ich kenn den nicht. Mit dem komischen Rapper, genau, genau. Ah ja, genau. Nuttel sagt er noch, genau. Ah, oh, das ist, okay. Von da hat der Bounce die Soundeffekte. Ja, oder vielleicht ist es ja auch selbst. Okay, ich sag nichts mehr. Okay. Hey, wir haben eine dritte Runde durch, meine Lieben. Wir haben Troy 300 zu Ullen 400 zu Scrunch 900. Der Ullen hat aufgeholt. Geil, ein bisschen verwirrigste Streue. Ja, genau, ne? Sally Bounce. Er kommt einfach genau auf die Frage H2O, oder? Das passt ja. Das passt ja. Das passt. Sehr schön. Ja, meine Lieben, wart ihr gut so mit Chemie und diesen Bezeichnungen und so weiter? Ich habe das Fach gehasst. Tatsächlich habe ich das mega geliebt. Schon? Ich hatte nie Chemie. Ah ja? Ich war ein Realschüler, hatte keine Chemie. Ach gut. Ich habe es gehasst. Ich war so schlecht in Chemie. In Physik war ich aber gut. Das stimmt. Also Chemie habe ich immer dann geliebt, wenn es Experimente gab. Dann war es witzig. Und unserem Lehrer ist mal das Reagenzglas wortwörtlich um die Ohren geflogen. Der musste danach nähen gehen und wir hatten frei am Nachmittag. Das hat das Ranking des Fachs ein bisschen nach oben bewegt. Ich hatte Hauswirtschaft. Das hatte ich auch. Ja, ich auch. Da war ich aber nicht wirklich viel besser als in Chemie, muss ich sagen. Das war auch Chemie, ja. Bei Jesse war es ungefähr. Ich war so scheiße in Hauswirtschaft. Wirklich, ich habe mir so keine Mühe gegeben, aber die Lehrerin hat mich geliebt. Ich habe da einfach immer einen Fünfer-Schnitt gehabt. Ich habe da nichts gemacht. Putzen für den Arsch. Wir hatten bei Hauswirtschaft und eben auch Kochen, mussten wir immer eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Dessert. Und ich habe immer am liebsten Dessert gemacht. Und irgendwann hat sie das gemerkt und dann hat es geheißen, nein, es wird immer durchgewechselt. Und dann haben wir durchgewechselt und ich stand am Herd und habe ihm nebendran gesagt, was er am Dessert machen muss. Und er hat mir gesagt, was ich am Herd machen muss. Also eigentlich haben wir es immer noch gleich gemacht, aber sie hat nicht mehr gleich gestanden. Ja, war beides nicht so meins. Und deshalb habe ich diese Frage auch ein bisschen höher rangiert, weil klar, H2O weiß man wahrscheinlich. Aber trotzdem, es ist für das, wie man jetzt gehört hat, braucht man keinen Chemieunterricht, um das zu wissen. Weil das ist Allgemeinwissen. Und da ist das Quanchi, da hat er bis jetzt alle Punkte geholt in dieser Kategorie. Ja, Wahnsinn. Jessie hat geschrieben, bei ihr war es umgekehrt. Sie hat Physik gehasst und Chemie geliebt. Okay. Ja, so sind die Sachen verschieden. Hauswirtschaft war super, hab da richtig gut kochen und nähen gelernt. Unter anderem mein Hobby Kreuzstich. Ja, genau. Jessie, die stickt ja on stream. Ist auch mega, mega interessant. Etwas, ich mag Züge. Ich viel zu. Ich mag Züge, genau. Viel zu wenig Geduld hätte dafür. Ja, gut. Neue Runde, neues Glück. Troy, wo willst du starten? Ich will mir da die 500 Punkte schnappen. Und zwar in Film 500. Hm. Film 500 für den Troy. Ja, das ist eine Troy-Frage. Ich hoffe es, ja. Also ich finde sie schwer. Das muss man wirklich wissen. Ich lese sie jetzt so vor, wie ich sie zuerst gelesen habe. In welchem Jahr kam der erste Troy-Story-Film in die Kinos? Troy-Story? Lol. Welches Jahr war es? Chat, nicht Backseat Gaming machen, bitte. In welchem Jahr kam der erste Toy Story Film in die Kinos?
Also ich weiß es nicht, aber ich rate natürlich. Ja, würde ich auch, wenn ich nicht wäre. Ich weiß jetzt nicht, ich habe den, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Aber ich war noch sehr jung. Darum tippe ich jetzt auf 1997. 1997, sagt der Troy. Das ist leider falsch. Das ist leider falsch. Ich kann noch. Der Squanch drückt einfach als erster immer, ne? Seine ja, Strategie. Was, oder weißt du es oder rätst du? Ich weiß es. Weißt du es? Oh. Mhm. Also ich hoffe, dass die Antwort richtig ist. Du glaubst es zu wissen. Ich glaube es zu wissen. Und in welchem Jahr kam der? 18, nein, Spaß. Ja, komm gut. 1995. Wow. Richtig, wow. Stark. Ja. Right answer. Und somit geht er auf 1400 Punkte fort. Scheiße, oh, bin ich alt, Mann. Nice. Da war ich süße 17. Ja, du, süße 17. Ich war 6. Ich war 6. Was? Da. Ich war da 3. Ja, ne? Das gibt man dem Squanchy nicht. Das gibt man dem Squanchy nicht. Toy Story war tatsächlich der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. 95. Ich hätte es somit einigermaßen vielleicht richtig gehabt, weil ich weiß, ich war mir aber nicht sicher, war ich 5 oder 6. Deshalb, ne, 4,95 müsste das gewesen sein. Und das ist richtig. Genau, ich war minus 1. Ja. Und andere sind minus 5 da, ne? Ja, so die Zeit ist für mich, ja, auch ein bisschen älter. Naja, Squanchy war süße 17 da. Ich hab mir jetzt mein Abendessen verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gönn dir, mein Lieber, gönn dir. Das, kannst dir ein bisschen Zeit nehmen, glaube ich, gerade im Moment. Ja, gut. Geil. So. Mm. Einfach für die anderen beiden, die, glaube ich, auch noch nicht viel gegessen haben heute. Ja. Ah, schön. Mahlzeit. Schön. Mahlzeit. Was waren eure ersten Filme im Kino? Toy Story, nein. Naja, mit 17. Aber nein. Dafür mit der ersten Freundin. Oder dem ersten Freund. Ich habe keine Ahnung, mein erster Film im Kino. Weiß ich echt nicht mehr. Wissen die anders? Die anderen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich E.T. im Kino gesehen habe. Aber dann Jurassic Park war dann sicher auch noch da. E.T. oder Jurassic Park? E.T. oder Jurassic Park? Bei Ulm? Ich werde ganz kurz Google aufmachen. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Und bounce einfach kurz als Erklärung. Es gibt keine Minuspunkte, dafür können die anderen aber die Punkte erben, wenn sie die Antwort wissen. Das ist der Clou hier. Es gibt aber keine Minuspunkte. Jesse ist so alt, dass sich Ariel als neu erlebt hat. Okay. Ich frage kurz, weil ich glaube, das erste kommt sicherlich nicht. Nee, ich sag's mal so. Ich gehe mal davon aus, es ist Asterix und Obelix gegen Cäsar. Weil das andere, was ich googeln müsste, wäre was von Star Wars und da will ich es nicht googeln, weil ich gehe mal davon, eher mal davon aus, dass da vielleicht irgendwo noch eine Star Wars-Frage drin ist. Ja, oder auch nicht. Man weiß es nicht. Genau. Deswegen will ich es nicht machen, aber ich glaube, es war Asterix und Obelix gegen Cäsar. Also der Realfilm mit Gérard Depardieu. Genau. Dem Gérard Depardieu. Ja. Allgemein ganzen genialer Humor in diesen Filmen. Ich liebe das ist bei Cleopatra mit dem Architekten. Mit dem hyperventilierenden Architekten, der da immer alles. Ich mag Irita der Kokosnuss. Ja. Ich finde die von Cleopatra besser, die sich verstecken kann. Man sieht mich nicht. Warte, ich habe hier was für Squanchy hier hinten. Warte mal kurz. Ich muss kurz die Kopfhörer rausnehmen. Warte, jetzt bin ich wieder da. Aber der ist jetzt für Squanchy. Ne? Geil.
Nice. Hinter der Kokosnuss. Alter Klassiker, ne? Alter Klassiker, du. Also meint der Chat What's noch. Your name? 94 König der Löwen, Ariel, Lion King, das Dschungelbuch, der als erster Film. Ja, es kam so einiges zusammen, ne? Im Chat. Nice! Ja gut, Ullen, du bist an der Reihe. Ja, weil ich die Musik von Asterix und Obelix gegen Caesar extrem mochte, nehme ich doch Musik für, sagen wir, 400. Und ich hoffe, es ist eine Soundtrack-Frage, ansonsten habe ich Musik richtig verkackt. Jet, ich sag's wieder, nicht vorsagen, ne, wenn ihr es wisst. Musik 400. Könntest du wissen, denke ich. Welches Holzinstrument wird oft im Jazz verwendet und hat eine S-Form? Ein Saxophon. Manchmal ist es so einfach. Ein Saxophon, ja. Aber ich find's so schön, dass solche Fragen einfach verunsichern können, weil sie halt zum Teil in diesen Punkten kommen. Ihr seht, es ist manchmal ein bisschen ein Glücksspiel auch, ne? Ist halt einfach so. So, ja, weitere 400 Punkte für Ullen oben drauf. Der Troy hatte bis jetzt ein bisschen Pech mit seinen Fragen beim Auslesen. Es waren wirklich aber auch schwere, die du erwischt hast. Aber eben, das gehört halt auch dazu. Das Saxophon. Spielt ihr Instrumente? Nee. Leider nicht. Ja. Hab gespielt. Sogar mit dir zusammen. Ja, das stimmt. Also ich weiß es ja, aber Chat weiß es wahrscheinlich nicht. Nur mal so aus dem Nähkästchen gesprochen, wenn wir schon das Saxophon haben. Ich habe noch nie einen Typen gesehen, der live auf der Bühne einmal geübt, ein Lied spielt und gleichzeitig abwechselt während der Live-Performance zwischen Trompete und Saxophon und gegen sich selber ein Battle macht mit Solos. Und das war der Bletsch. Ich glaube, er hat es mehr versucht. Oh, es ist so in die Hosen gegangen. Alter, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. Das war auch sonst ein ganz, ganz miserabler Auftritt. Ja, da ist alles schief gegangen. Ich habe mit der Band von Ullen und seinem Bruder, dem Flo, hatten wir einen Auftritt in Olten. Und sie wollten halt ein Trompetensolo und ein Saxophonsolo auf der CD. Und ich bin dann vorbeigegangen und habe das für die CD-Aufnahme die Trompete eingespielt und das Saxophon-Solo eingespielt. Und dann hatten sie einen Auftritt. Und ich ein Problem. Weil ich habe ja beides selbst eingespielt. Da habe ich zu Hause geübt. Dann hatte ich wirklich links die Trompete, rechts das Saxophon, so um den Hals gehängt und habe hier gespielt, dann das Saxophon rauf, Trompete untergeklemmt, hier gespielt und wieder gewechselt. Aber es hat nicht so gut funktioniert wie in den Proben, leider. Es hat nicht so gut funktioniert. Aber war witzig. Das war witzig. Ich glaube, ein Video ist sogar noch, also ein Teaser-Video, was mir besser gelungen ist, ist, glaube ich, noch auf YouTube. Das kann sein. Aber meistens spiele ich die Bauchtrommel. Ich auch. Und der Troy? Ja, so ist jetzt schwierig. Aktuell spiele ich wie eigentlich kein Instrument. Ab und zu nehme ich mal wieder die Gitarre hervor. Ich habe lange Gitarre gespielt in einer Band, aber wir hatten nur einen Auftritt, sonst haben wir halt ein bisschen gejammt, aber wir hatten einen Bandraum. Also ich habe hier auch noch meine ganzen Gitarren im Hintergrund, akustische Gitarre, E-Gitarre, eine Gitarrele habe ich auch noch, eine Ukulele habe ich auch noch. Mit der Ukulele spiele ich aktuell so am häufigsten mal was. Aber ich habe auch angefangen, so pianomäßig was zu spielen, das sieht man hier auch. Aber habe mir alles selbst beigebracht. Genau, ich finde es sehr entspannend tatsächlich, Musik zu machen, sei es auf der Gitarre oder auf dem Piano oder ja, was man halt spielen kann. Absolut. Genau. Nice. Das ist ein sehr, sehr guter Ausgleich, wenn man es natürlich gerne macht. Und was ich auch gerade erst gelesen habe, das hilft bei der Verknüpfung von rechter und linker Hirnhälfte irgendwie. Weil du technisch weil du eigentlich
technisch und kreativ gleichzeitig sein muss bei einem Instrument. Also du hast physische Elemente, Technik und du hast eben die kreativen Momente und das bedeutet, du brauchst beide hinhelfen, die miteinander das absprechen müssen, blöd gesagt. Ja, ich habe da so, wenn ich so darüber gucke, habe ich da zwei Saxophone stehen, drei Trompeten, eine Posaune und eine Tuba. Die kann ich auch spielen. Da habe ich noch eine Gitarre. Da habe ich viermal begonnen zu spielen und jedes Mal, wenn ich zum ersten, wie heißt es, Gabelgriff? Nein, das F, glaube ich. Barregriff. Genau, Barregriff. Immer wenn ich zu dem kam, habe ich wieder aufgehört, weil das kriege ich einfach nicht hin. Und das hier, ist am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, ja. Ey, das kriege ich einfach nicht hin. Aber jetzt habe ich ja ein Studio mit ein paar wenigen Instrumenten, die ich alle mit dem da einspielen kann, mit dem Klavier. Also jetzt kann ich ein ganzes Orchester spielen von hier aus, das ist ja auch. muss ich mich nie mehr bewegen. Genau. Ja, nice. Cool. Squanchy, bist du ready für eine Frage oder willst du noch ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen chatten, bis du da durch bist? Nö, ich genieße mein Essen und genieße jetzt die nächste Frage. Also, welche willst du zu deinem Essen kredenzen? Allgemein 500. Warum wusste ich es? Ich war mit der Maus schon drauf. Allgemein 500. Welcher Ozean ist der größte und tiefste Ozean der Welt und bedeckt mehr als ein Drittel der Erdoberfläche? Chat, nicht spoilern. Pazifischer Ozean. Der Pazifische Ozean. Und ist das richtig, Chat? Komm, jetzt können wir mal die Bauchtrommel brauchen. Trommelwirbel. Ja! Pazifischer Ozean. Nice. Sehr gut, Scorchy. Sehr gut. Und er erhöht seinen Vorsprung auf 1900 Punkte. Das hat er dann gleich Frage die ganze. Hat gut geschmeckt. Hat gut geschmeckt, die Frage. Das hat er dann die ganze rechte Spalte abgegrast, ne? Der Pazifik ist für 500 Sieg. Bounce! Manchmal. Der Pizza-Peak. Der Pazifik ist für 500. Oh, nice one. Pazifik. Nein. Bounce. Oh, die Nächste, oder nice. Was? Der Bodensee. Ja, genau. Der Bodensee. Auch gut. Auch gut. Ah, oh, schön. Ja, Pizza-Fick. Für 500. Man hätte auch Atlantik sagen können, weil Atlantik klingt größer als Pazifisch. Aber ist falsch. Ja, richtig. Natürlich ist es falsch. Aber trotzdem, hä? Aber soll ich dir was sagen? Ich habe immer ein Durcheinander mit diesen beiden Scheißern. Weil wenn ich hier bei Chemie war, dann war ich bei Geografie. Die Kamera ist zu wenig tief. Das weißt du, was du hättest da auch noch fragen können? So eine Fangfrage. Merke ich irgendwas wegen Toten Meer. Irgend so eine Frage über das Tote Meer, weil das Tote Meer ist eigentlich gar kein Meer. Dann ist es tot. Es ist ein See. Ja, richtig, es ist tot, so. Deshalb ist es kein Meer. Okay. Das ist ein See, Toter okay. Es ist ein See, ja. Ist einfach riesig, aber es ist ein See. Oh. Was hatte ich bei Geschichte, Blatsch? Ja gut, ja, wegen der Überquerung und so weiter, Amerika und bla bla. Ja. Aber weißt du, Geschichte interessiert mich ebenfalls so. Ich sag mal so, ich habe mich in der Schule eher auf die mathematischen Fächer und auf Musik und Sport konzentriert. Musik ist geblieben, Sport ist leider... Das ist durch. Also, das ist schon ein Momentchen her. Aber ja, nee, wegen Tiefpunkt während der Schule. Aha. So, das hat den Tiefpunkt hattest du bei Geschichte. Ja, aber den Pazifischen Ozean könnte ja auch sein. Also der ist in der Geschichte definitiv auch vorgekommen. Und der Atlantik ist sicher auch vorgekommen. Und da sind ja diese Tümpel auch vorgekommen. Aber muss man wissen. Oh, es gibt einen Bauchtrommelclip. Sehr gut. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Ja, lieber Troy, mit welchen Punkten willst du aufholen? Also ich weiß ja, bei mir gibt es sehr selten Gameplay.
Aber ich glaube doch irgendwie noch an mein Wissen über das Gaming. Und darum Gaming 400. Ich habe da halt zum Teil wirklich gemein. Ich hoffe, ich muss nicht wieder eine Zahl nennen oder ein Jahr nennen. Nein! Welches ist das meistverkaufteste Videospiel aller Zeiten? Oh. Oh. Deshalb musste ich lachen, weil du dasselbe schon mit... Du hattest ja schon die Videokonsolen, oder? Die Spielkonsolen. Ja. Das ist so gemein. Aber vielleicht kommst du drauf. Also ich mach Buzzer. Yes. Was ist deine Meinung? Also es gab ja da vor langer Zeit, ich habe das auf dem Game Boy zuerst gespielt, ein Spiel, das sehr viele gespielt haben. Und da gab es dann auch noch unzählige neue Versionen davon. Ich schätze mal, es ist Tetris. Eine geile Antwort. Mhm. Ich wäre halt auch da gewesen, aber stimmt halt leider nicht. Nein, stimmt halt leider nicht. Salibert, ich anlocke. Wer will? Squanchy. Zählt da alles mit dazu? Also Videospiel. Konsole, Handygame. Ja, also ich nehme es schwer an, ja. Einfach Videospiel. Also es ist einfach von. Also ich sag jetzt mal, zum Beispiel, wenn es jetzt Tetris 1, 2, 3, 4 gegeben hätte, oder Fortsetzungen und so weiter, denke ich, gehören nicht dazu. Also nicht alles, zum Beispiel, sage jetzt irgendwas, alles Spider-Man zusammen, das natürlich nicht. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt Spider-Man 2, oder weiß ich was, das würde, denke ich mal, auf allen Konsolen und Spielplätzen zählen. Was denkst du? Troy hat echt ein bisschen Pech mit seinen Fragen heute, ne? Ich hätte nämlich auch Tetris gesagt. Aber danke, Troy, dass du das schon hast. Sehr gerne. Freundschaftsdienst. Freundschaftsdienst, ja. Ich muss raten. Ich rate mal. Minecraft. Minecraft ist der Call. Oha. Minecraft. Wow. Er hat recht. 238 gute Antwort, Squanchy. Millionen. Wow. Okay. Ohne Flachs. Ja, es macht wirklich Sinn und ich hätte nicht dran gedacht. Wenn mir die Frage gestellt worden wäre, weil die Frage habe ich rausgesucht, ich wollte einfach wissen, was war das meistverkaufteste Spiel. Ich wäre nicht auf Minecraft gekommen. Ich wäre auch irgendwo bei den Urvätern der Spiele gelandet. Jetzt du auch, Troy. Also muss ich wirklich sagen. Nice call. Nice call, Squanchy. Krass. Pures Glück. Pures Glück. Aber danke. Ah, Troy, das wird noch. Ja, es sind noch ein paar Fragen. Ich hoffe. Ein paar Frägelchen offen. Was hättest du gesagt, Ullen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ganz ehrlich bei irgendeinem Nintendo-Spiel, ich war am Überlegen zwischen irgendwie Super Mario oder Pokémon, weil Pokémon halt das größte Franchise ist. Immer aber halt noch, viele einzelne Spiele halt, ne? Ja, auch ist irgendwie Animal Crossing oder so. Aber meistverkaufte Spiele der Zeiten, das ist es ja nicht. Es ist schon mega krass verkauft worden. Also der Chat hätte so GTA 5 ist hoch drin, ein Mario-Game ist hoch drin oder auch Pokémon. Mhm. Und genau, GTA 5. Danke, Ree. GTA 5 ist Platz 2 und Tetris ist Platz 3. Oh, okay. Gemäß Chat. Ja, gut, die Frage, die ich mir noch gestellt habe... Eben, weil Tetris, wäre es das einfach, ist es das erste Tetris oder sind es alle Tetris? Tetrises. Tetrises. Das ist eine gute Frage. Ree,
Hast du eine Beschreibung, wie das gezählt wird? Sind es alle Tetrissen zusammen? Warum ist Gollum nicht auf der Liste? Alle Tetrissen. Ja, oh Gollum, frag mal Troy Fienchen, warum Gollum nicht auf der Liste ist. Wir reden nicht über das Spiel, wir reden nicht über Gollum. Nein. Das ist ein Trigger-Thema, glaube ich. Das ist ein echtes Trigger-Thema. Nein! Nein! Oh, schön. Nein! Sehr schön. Mein Schatz! Nein! Habt ihr, by the way, gesehen, wie Hand of Blood das Gollum gespielt hat? Habt ihr das mal gesehen? Mega krass, ja. Der Henno. Ey, meine Fresse, du. Das war wirklich ein Gollum. Noch angezogen, ja. Und in den Knien die ganze Zeit auf so einem verdammten Stein drauf. Hey, der Typ ist nicht. Also der war Gollum. Ja. Das ist wirklich. Das ist abartig. Okay. Ah, Ree schreibt gerade, Tetris von 89 und das von EA zusammen ist immer noch Platz 3. Okay. Habt ihr den Dokumentarfilm von Tetris gesehen? Noch nicht. Noch leider nicht. Doch nicht. Ist der mega gut. Sehr gut. Der ist nämlich noch auf der Liste. Ist richtig gut. Sehr spannend auch. Also auf der Liste der Fragen oder? Nein, auf der Liste. Nein! Auf der Pale of Shame ist das noch. Ich hab eine fast 100 Filme lange Pale of Shame. Ich hab so, also geht's mit Filme. Den Spielen. Aber es ist immer noch kürzer als die von Jenny. Sims. Ich weiß nicht, wo Sims ist. Okay, das ist auch noch interessant. Das Tetris von EA hat sich 100 Millionen Mal verkauft. Das von 1989 48 Millionen Mal. Hätte ich jetzt auch nicht. 40 Millionen? Das hätte ich, ja, 48 Millionen Mal. Das alte 48, das neue 100 Millionen Mal. Andere Versionen sehe ich gerade nicht in den Top 20. Okay. Ich habe eine Statistiker im Chat. Das ist geil. Danke, Ree, für die Infos. Sims hat 200 Millionen verkauft. Okay. Das halt kommt immer darauf an, wie man das halt auch zählt. Ne, wenn man da noch jedes DLC dazu zählt, ist das natürlich ein bisschen unfair bei Sims. Ja. Ja, gut, aber DLC ist ja nicht das Hauptgame. Das ist so, ja. Eben, man kann es ja zählen, wie man will. Ne? Aber ich denke jetzt schon, dass es ums Hauptgame geht. Ja, nice. Ullen ist an der Reihe. Ich nehme Film für 200. Ich glaube, die Scherzfragen werden nicht so gemacht. Ja, ich glaube, die erste Frage war ein bisschen abschreckend. Das hat sich keiner mehr getraut mit den Scherzfragen. Film 200. Für Ullen. Wie heißt der kleine Drachen aus Mulan? Oh, Blackout. Liz, denk nach, Ullen, denk nach. Pini, salut. Muss man wissen, enttäusch mich nicht. Ah, das ist, ich sag's euch, Chat. Es ist immer was anderes, wenn man gemütlich auf der Couch sitzt, als wenn man es selbst wissen muss, ne? Das ist immer was anderes. Oh, das ist der Lieblingsfilm, Alter, von Liz. Ja. Oh. Oh. Ja, wenn man gerade auf dem Schlauch steht, ne? Das ist. Ja, nee, es kommt mir nicht in den Sinn. Ich habe 1000 andere Namen, die mir gerade in den Sinn kommen von Drachen, aber nicht der. Make a wild guess. Weil du kannst ja nichts, verlieren. Nee, fuck. Ne, ich weiß es echt nicht. Tut mir leid. Fuchur ist es nicht, aber das ist der, der mir gerade mein Hirn sagt. Das ist der. Aber es ist nicht Fuchur, du Arsch. Fuchur, ich du weiß, Arsch. Wirklich weiß es nicht. Stimmt leider nicht. Fuchur, du Arsch, heißt er nicht. Achtung, und die anderen zwei. 3, 2, 1. An. Troy war schneller. Troy. Also ich bin gar nicht mir gedrückt. Nicht sicher. Du hast gar nicht gedrückt, okay. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Aber ich sag's jetzt. Lach nicht, wenn es falsch ist. Mushu.
Mushu! Oh. Ist es? Ja. Mushu ist richtig, Troy! Ja! Mushu ist richtig! Der zweite Name, dem im Kopf rumflog, war Sasu. Also, Was war Sasu noch? König der Löwen. Ah, ja, genau, stimmt, von König der Löwen. In dem Moment, dass du es gesagt hast. Ja, natürlich. Ulrich, ich habe eine Anschluss, ich hab eine Anschlussfrage. Wie bequem ist eure Couch? Ist egal. Schlaf im Zimmer, auf dem Teppich. Mushu, ja genau. Genau. Es ist schwierig, wenn eben. Aber ich muss nur sagen, damit man auf dem Schlauch stehen kann, muss er auch genug lang sein. Das hat mir mal ein Kollege gesagt. Das zu dem Thema. Ja, Troy hat geerbt. Troy hat geerbt. Und Squanchy ist an der Reihe. Ich bin gespannt. Ich nehme nicht allgemein. Ui, neuer Ui. Weg. Neuer ich Weg von Squanchy. Scherzfragen 500. Wow. Scherzfrage 500. Das ist halt, ne? Scherzfrage ist Scherzfrage. Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Chat, nicht vorsagen, es ist eine Scherzfrage. Also wenn ihr eine dumme Antwort schreibt, könnte es sein, dass es richtig ist. Das ist eine übelst gemeine Kategorie, ne? Aber irgendwie witzig. Vor allem irritiert mich, dass die Frage falsch geschrieben ist. Ah. Gefährlichste. Ja. Hast du was gegen mein Lispeln? Übrigens muss ich noch sagen, Disclaimer, Schreibfehler dienen der Unterhaltung und sind absolut. Squanchy. Ich habe nur gedrückt, weil damit mein innerer Monk sagte mir, ich muss drücken. Richtig. Guter Monk. Auffahrt. Auch nicht schlecht. Ist aber nicht die gesuchte Antwort. Aber ist eine geile Antwort. Ja, es gibt eine bessere. Also, ja, sie ist besser. Buzzers sind unlocked. Wir hatten noch eine dumme Antwort. Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Oha, habe auch an Auffahrt gedacht. Ja, ist eine gute Antwort. Ist aber nicht das, was ich... Ne? Man könnte drauf kommen, sag's nur. Auffahrt! Nein! Ich stehe zu meiner Antwort! Oh Mann. Ja, ist schon fast ein Dad-Joke, das stimmt. Was ist der gefährlichste Tag? Ich bin auch ein Daddy. U-Boot. Ganz einfach. Aber ihr habt keine Idee. Ich finde die Antwort so dumm, dass sie schon wieder gut ist. was kommt jetzt? Wow. Warte mal, ich kann mal den Timer nutzen. Oh, okay. Ja, das ging schnell. Ullen. Oh, Ullen. Ich sage jetzt mal Doomsday. Weil die ja Atomköpfe wegsprengen können, keine Ahnung. Wäre auch eine Antwort, aber es ist nicht die gesuchte Antwort, leider. Es ist nicht die gesuchte. Troy, hast du noch eine Idee? Moment. Ich liebe diese Kategorie. Erforsche dein Dad-Joke-Archiv. Ja, genau. Nee, ich hab nix. Nee. Kein Versuch? Nein. Chat? Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Oh. Tag der offenen Tür. Sag doch, er ist gut. Auffahrt ist immer noch besser. Oh, wow. Okay, der war aber nicht schlecht, ne? Der war Bad nicht joke nicht incoming. Bad oh, joke incoming. Oh mein Gott. Ja. Scherzfragen, ne? Dann habe ich auch schon mal gehört. Höchste Kategorie, ja. Ja, ich habe gefragt. Ich habe den Chat gefragt, liebe Mods. Alles gut. Ich habe den Chat gefragt.
Wenn ich den Chat frage, ist okay. Ich hatte Delay, sorry. Ah, okay. Alles gut. Alles gut. Nicht persönlich nehmen. Ich habe sie angewiesen, da ein bisschen härter durchzugreifen. Also, war Verzögerung, alles gut. Hab's entlöscht. Gut. Okay. Okay. Leider nein. Aber ich finde die Kategorie trotzdem geil. Nein. Ja, keine Punkte in dieser Runde. Doch, ich finde es witzig. Das sind eben halt Punkte, bei denen man nichts wissen muss. Deshalb gefällt es mir wahrscheinlich auch. Wir sind wieder an der Runde durch. Troy 500, Ullen 800, Squanchy 2300 im Moment. Hat einen komfortablen Vorsprung. Und Troy ist an der Reihe. So ne, mindestens eine Frage aus Gaming oder Film wäre schon geil, wenn ich die richtig hätte. Wobei, Film hatte ich vorhin einen. Ich nehme Gaming 200. Gaming 200. Ja, was? Wie hieß die zweite Xbox-Konsole? Genau, die zweite. Das war die Xbox 360. Und so ist es. Und der Troy holt sich die Punkte im Gaming. Schön! Was habt ihr alles für Konsolen zu Hause? Y-Box, ja genau. Xbox 360. Die 360? Eine PS5 und eine Switch. Same. PS5, Switch. Ja. Also ich habe Super Nintendo, ich habe die Nintendo 64, ich habe eine PS3, ich habe den Nintendo GameCube. Ja, und die Xbox 360. Und eine Nintendo Switch. Also drei Nintendo Switches. Also irgendwo steht noch eine PS4 bei mir rum. Stimmt, die habe ich auch noch, aber die ist obsolet. Und diese kleinen Super Nintendo und Nintendo NES, die kleinen Versionen. Da steht sie übrigens, die PS4. Irgendwo rumstehen. Ist sie noch eingepackt? Ja. Original verpackt? Nicht ungeöffnet. Nicht ungebraucht. Und ich hab Leitsch. Ja, danke, Schatz. Ich bin deine Konsole, ja. Sie hat sich die rundeste Konsole gekauft. Nein, bei also, mir ist es... Solange der Joystick passt. Der Joystick? Joystick? Halt, stopp. Bisschen anders ausgesprochen und es nimmt ganz andere Fahrt an. Ui. Ja, genau deshalb. Halt, stopp. Ernsthaft, weil alles wir haben dann, Sabi ist ein richtiges PlayStation-Fangirl. PS1, 2, 3, 4 und 5. Und Fienchen PS1, 2, 3, 4, PSP. Ach, shit. Game Boy Advance, SP, danke, Nintendo DS, DSi, 3DS und Switch. Wow. Also alle PS und Nintendos der neueren Handhelds, sag ich jetzt mal, ne? Joystick. Hatte alle Konsolen außer Xboxen. Ja, bei mir war es gerade umgekehrt. Ich habe immer nur die Xboxen gekauft. Ja, schade. Ne, finde ich nicht. Ich finde immer noch, mit dem Game Pass habe ich da den besten Deal. Du, jedem das Seine, ist ja auch okay, ist ja auch richtig so. Also nein, ich muss anders sagen, Nintendo-Konsolen hatten wir schon auch, aber noch die alten. Bei den neuen bin ich nicht mehr dabei gewesen. Ich glaube, die Wii war die letzte, die ich noch hatte. Ja. Gut, Ullen ist an der Reihe. Vages, ich nehme Musik 500. Musik 500. Das ist wieder eine Frage, die kann man wissen, muss man aber nicht. Wie viele Tasten hat ein Standardklavier? Also, nicht einfach. Ich darf zuerst, Treu. Warte, da bist du. Ich habe nur mein Ding überdeckt, da mein.
Danke. Ach so. Ich würde mal sagen. Nicht zählen, warte. Sind das nicht irgendwie 128? 128? Ich kann mich noch nicht dazu äußern, aber ist leider falsch. Leider falsch. Nee. Squanchy, what are you doing? Squanchy. Nicht zählen jetzt. Ich will dich ein bisschen zappeln lassen. Weil ich weiß, du weißt die Antwort. Ich denke, ich weiß es. Jetzt dreh dich nicht um und zähl die Tasten. Nee. Auf keinen Fall. Und Squanchy, was meinst du? Das ist schon fies, hä, wenn ein überhaupt kein musikalischer Mensch einfach so unnützes Wissen weiß, dass man ihm einfach so die Frage wegklaut. Vielleicht will ich ja nur so tun, als ob ich das wüsste, yeah, aber vielleicht auch nicht. Squanchy spielt Spielchen. Eieiei. Eieiei. Ich sehe die Verzweiflung in Chris Augen. Ja. Das ist eine 500er Frage gewesen, hä? Ja. Yes. Sag's, Squanchy, sag's. 88. Und er hat halt recht. Er hat halt recht. Er weiß es. Sorry, Troy. Wow! No, er weiß es. Das war jetzt nicht geraten. Das war nicht geraten. Okay. Unglaublich. Oh, Troy. Nice. I'm so nice sorry, man. Es ist gut, wenn man Klugscheißer-Fragen stellt in den Chats jeden Tag. Also jedes Mal, wenn man streamt. Mhm. Ja, da kann man auch solche Fragen. Das stimmt. Oh, das war jetzt, nice. Ne? Das war die letzte 500er Frage. Tut mir leid, Troy. Kein Problem. Langsam wird es eng mit Squanchy. Aber du kannst dir gerne die allgemein 100 dann von mir schnappen. guter Tausch. kann er, wenn du sie jetzt nicht nimmst, weil du bist jetzt an der Reihe, Squanchy. Allgemein 100. Willst du sie? Ja. Oh. Oh, nice. Was für ein Move, ey. Oh. Was für ein Move. Welcher Physiker formulierte die berühmte Gleichung E gleich mc Quadrat? Das war übrigens mal anders geschrieben. Das hat es mir zurückkorrigiert. Squanchy. Einstein. Genauer? Was genauer? Einstein! Genauer! Willst du seinen Vornamen noch haben? Ja. Weißt du? Ja gut, ne? Ja. Ich wollte dich ein bisschen foppen, du bist schon so weit vorne. Fritz Einstein, ja. Ne? Fritz Einstein. Zwei Steine. Natürlich. Squanchstein. Genau. Squanchstein. Einstein, natürlich. Das war Gollum, ja, das hätte auch sein können. 1,3 Stein, ja. Steve. Nicht die Gleichung, Schatz, nein. Entschuldige. Ich hätte bei Bletch im Hintergrund gezählt. Ja, das wird schwierig. Weißt du warum? Das Klavier geht bis hier, lieber Coles. Also, warte. Ein guter Drittel. Hier, ja, aber es fehlt ein guter Drittel. Also so viel vom Klavier fehlt auf dem Bild. Also das geht bis hier vorne. Das hätte nicht funktioniert. Eine Blättschlänge fehlt. Also Kors war da am Zählen. Bei dir auch. Bei mir wahrscheinlich auch. Ja gut, er hätte es ja zusammenzählen können. Vielleicht wäre dann aufs... Genau. Nein, es sind, um das um noch mehr zu klugscheißern, eine Oktave... Das ist selber so am Zählen. Ja genau. Nein, eine Oktave hat ja 12 Töne. Dann kann man sich ausrechnen, ungefähr wie viele Oktaven das sind. Es geht eben nicht ganz. Das ist das Gemeine. Weil viele denken so, ja, 4 Oktaven, dann kommen sie irgendwie auf 48, aber das reicht dann halt nicht. Ja. So, nur um das noch. Hat viel Platz so ein Klavier, aber ich habe ja hier. Calls, du kannst sonst hier zählen, wenn du willst. Du musst nur wissen, wie viele von denen du brauchst für ein Ganzes. Oh, du hast das Lumi. Wie ist es so? Es ist cool. Es ist cool zum Spielen. Es ist aber ein bisschen ungewohnt am Anfang. Also ich habe das Lumi und ich habe auch das Seaboard, habe ich auch hier, das kleine, mit den
Ja. Sag kurz mit den weichen Tasten. Das ist noch spezieller zum Spielen, aber du kriegst halt Effekte hin, die du bei anderen nicht hinkriegst. Beim normalen Klavier. Auch beim Lumi mit dem Shaker. Du kannst hier links, rechts bewegen. Ich werde momentan auf Instagram vom Lumi-Werbung bombardiert. Ich auch. Guck, wenn du jetzt hier drückst, oder? Kannst du, wenn du bewegst, man sieht es nicht groß, hast du einen Shaker drin. Und solche Sachen kannst du halt bei einem normalen Klavier nicht. Kannst du noch so 2-3 Effekte rausholen, deshalb habe ich es. Aber wie ihr seht, habe ich das immer noch. Also für wirklich Klavier zu spielen, ist es nicht vergleichbar. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, Squanchy wusste es halt. Und jetzt ist der Troy an der Reihe. Ich sehe gerade, die Fragen gehen nicht ganz auf, ne? Aber macht ja nichts. Ist halt so, wie es ist. Ich bin mir jetzt am Überlegen, ob ich Musik wagen soll. Aber schwierig. Nee, ich nehme Gaming 100. Gaming 100 für Troy. Eine super schwere Frage für Troy und für alle anderen auch. Was hatte Super Mario für einen Beruf? Der Super Mario hatte von Beruf, er war Klempner. Klempner. Finde ich ein saugeiles Wort. Klempner. Wasser noch kurz. Wasser noch. Ah ja, oh, genau. Sorry. Ja, ich kann's dir. Genau. Klempner. Sorry, danke. Klempner. D. Klempner. Aber stimmt natürlich. Natürlich. Danke dir. Hat's geklappt mit den Punkten? Sind sie angekommen noch? Ja. Oh, sind drauf, naja. Mhm. Das ist unentschieden mit Ullen nämlich, ne? Und der Ullen, genau. Also mal kurz. Kurz. Ullen High Five. Super Mario, das erste Super Mario. Das erste Super Mario auf dem Game Boy. Hatten das alle? Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Das Super Mario auf dem Game Boy, hatten das alle? Ja. Schon, ja. Ne? Das war wirklich so noch die Version, bei der man nervös wurde, wenn das Batterielämpchen zu glühen begann. Ja. Weil es nicht speicherte. Ich habe meinen Vater nicht oft in einem Wutanfall gesehen, aber mindestens 2 hatte er, weil die Batterie unten war beim Game Boy. Oh shit. Irgend in einem Endlevel oder kurz vor dem Endlevel. Oder er hat das mehrfach durchgespielt, mein Vater. Das war das Souls-like vom Game Boy Advanced. Vom Game Boy normal. Mhm. Das stimmt, das hat was. Wann kam Super Mario das erste Mal vor in einem Nintendo-Spiel? Oder Mario, den Klempner? Bei Donkey Kong, hätte ich gesagt. Wie hieß er da? Hieß er da auch Mario? Itumi. Nein, dort hieß er noch nicht. It's me. Nein, das habe ich auch mal gehört. Nein, er hieß, glaube ich, nicht Mario. Aber nicht Ralf, oder? Ralf. Horst. Es war der Jürgen. Vielleicht hieß er da noch Luigi, das wäre ja witzig. Ich glaube, er hatte gar keinen Namen. Ich glaube, also der war mindestens nicht die Hauptfigur. Hugo. Hugo hieß er, sagt der Chat. Oh no, Troy. Schön. Schön. Ja, nice. Gut, Ullen, ich habe dich unterbrochen. Ja, kein Problem, ich wage mich an die Scherzfragen für 400. Scherzfrage 400. Ist ein taktisch kluger Zug von Ullen. Scherzfrage für 400. Taktisch dummer Zug. Was wiegen ein Pferd und ein Hund zusammen? Yes. Ein Pfund, wow. Er holt sich die Punkte. Oh lol, das war aber einfach. Ja, das ist aber, weißt du, es ist bei Scherzfragen verdammt schwer abzuschätzen, ne? Das war ja, wirklich schwer abzuschätzen, klar, ja. Weil ein Tag der offenen Tür hätte man genauso drauf kommen können, wenn man sie weiß. Ja. Das ist halt mega schwierig abzuschätzen. Ne? Nein! Ein Pfund!
Somit distanziert er Troy ein bisschen. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, hat Troy eine Zusatzfrage, weil es nicht aufgeht. Troy hat eine Frage mehr. Oha. Wow. Oha. Aber er muss es ja auch noch wissen. Er muss es noch wissen. Und vor allem ist Squanchy jetzt zuerst dran. Und ich nehme Film 100. Film 100 für Squanchy. Wer spielte die Hauptrolle in den Filmen Fluch der Karibik? Johnny Depp. Und das ist... Oh, warte, komm, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Bauchtrommel! Richtig! Ich hätte mich ja jetzt so beherrschen müssen, um nicht Captain Jack Sparrow zu sagen. Wow. Ja, so ist es halt, ne? Das ist, aber genau bei solchen Fragen könnte man eben so reinhauen, ne? Da könnte man eben so richtig daneben hauen. So richtig. Ja, nice. Wir kommen in die letzte Vollrunde, lieber Troy. Ich muss mir da noch Punkte schnappen. Aber Musik. Ja, Musik 300. Du musst fast riskieren, ne? Ja, ich muss. So. Musik 300. Welche Band aus Liverpool revolutionierte die Musikszene in den 60er Jahren und wird oft als die Fab Four bezeichnet? Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß. Wasern? Wasern? Ja, Wasser. Wasser. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Die Beatles. Hey, wenn du das jetzt verkackt hättest. Oh Beatles. Mein Gott. Es stimmt. Er sagt die Beatles. Er sagt halt die Beatles. Hättest du dein Kapitel zurückgeben müssen. Ja, stimmt. Es stimmt. Es stimmt natürlich. Die Beatles. Also ich hätte auch raten müssen. Aber vom Alter her und von der Anzahl hätte es gepasst. Ja. Yeah. Fab Four, ja. Die fantastischen vier. Fabulous Four. Fabulous Four. Yes, yes. Ullen! Ja, komm, Scherzfragen 200. Er versucht's nochmal. Ja. Er versucht's nochmal. Einer muss die Rotze das nehmen. Das kann man wissen, der ist, glaube ich, ein bisschen bekannt. Einer muss die Rotze nehmen. Was essen Autos am liebsten? Wasser nicht vergessen, wenn du dann soweit bist. Das ist so ein Schwachsinn. Also ihr könnt mir glauben, beim Vorbereiten dieser Frage hatte ich ein verdammtes Fest mit mir selbst. Das ist voll mein Humor, so doofe Sachen. Ich weiß es nicht, aber ich sag mal Fahrradfahrer. Fahrradfahrer, ja, ist auch eine Idee. Ist auch eine Idee, stimmt aber in dem Fall leider falsch. Nicht. Achtung Leute, ich gebe frei. Squanchy war schneller. Squanchy war schon wieder schneller. Was sagst du? Staub. Nein, auch nicht Staub. Auch nicht Staub, es ist noch dümmer. Troy hätte noch die Möglichkeit, die Punkte abzustauben. Was essen Autos am liebsten? Ich glaube, ich hab das mal gehört. Aber es macht irgendwie... Ich hätte wie zwei Antworten jetzt. Aber ich nehme das, was ich mal gehört habe. Ich glaube es. Und das sind Kilometer. Aber ich weiß nicht. Wäre auch eine Idee. Wäre auch eine Idee. Aber leider ist die Antwort Parkplätzchen. Ta-ta-ta. Parkplätzchen. Wow. Warum finde ich das so lustig? Ja, so blöd. Ne? Ich sage ja, es ist so dumm, dass es irgendwie schon wieder lustig ist. Lustig. Ey Leute, es muss doch irgendeine Kategorie drin sein, die noch ein bisschen für Spannung sorgt zwischendurch, ne? So.
hätte Menschen gesagt, ja. Das wäre eine, ja. Kartoffeln. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Kartoffeln wäre auch nicht schlecht. Das wäre geil, ja. Kartoffeln. Bim, 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 bim. Ich hätte die Hälfte von Bremer Stadtmusikanten gesagt, da bei den Beatles. Squanchy, du hast die Wahl zwischen Musik 200 oder Scherzfragen 100. Ja, was denkst du, was ich nehme? Die Scherzfragen natürlich. Musik 200, bitte. Das bedeutet, nur kurz, dass Troy noch unentschieden machen könnte, aber nicht mehr überholen könnte bei Ullen. Ne? Also Musik 200. Wenn die Frage richtig beantwortet. Wenn die Frage, ja, die Frage richtig also beantwortet wird, aber es ist eine 200er Frage. Und Squanchy hat schon bewiesen, dass er Sachen weiß, wie zum Beispiel, wer gilt heute als King of Pop? Heute? Also, ja, immer noch. Immer noch. Es gibt einen. Ja, immer noch. Michael Jackson. Wollen wir nochmal? Wollen wir nochmal? Bauchtrommel! Natürlich Michael Jackson, yes. Der Michael Jackensohn. Den Jackensohn. Right Answer for Squanchy. Mit der jetzt die 3000er Grenze geholt hat. Mit 3200 Punkten. Vielleicht kommt noch was obendrauf. Aber Troy, du hast leider keine Wahl mehr. Du hast nur noch die Möglichkeit, Scherzfragen 100. Für Troy noch. Ich glaube, es ist gerade gut so. Ich glaube, ab jetzt, wenn ich mit dreien spiele, gebe ich einfach die letzte Frage dem, der am wenigsten Punkte hat. Das wäre irgendwie noch fair, oder? Aber es ergibt sich ja jetzt gerade. Scherzfrage 100. Was sagte der Baumeister, als er den Grundstein für den Turm von Pisa legte? Hä? Fuck? Das sind scheiß Fragen, aber deshalb liebe ich sie. Nicht zu weit überlegen. Was sagte der Baumeister, als er begann, den Turm von Pisa zu bauen? Kann man auch, man kann die Frage ein paar Mal umstellen. Oh mein Gott. Hm. Nee, ja. ihr habt's. Mhm. Ich hab's nicht. Ja, ich hab's. Oh mein Gott. Ah. Es braucht eine gewisse Fähigkeit, das Hirn auszuschalten bei solchen Fragen. Ja, ich mach mal Buzzer. Irgendwas muss ich hier sagen, ne? Aber das Lämpchen ging bei mir jetzt nie an. Aber ich würde jetzt sagen, ups. Ups. Ja, wenn er das schon stimmt beim Grundstein nicht gesagt hat. Ja, leider nicht. Leider nicht. Achtung, die anderen zwei, es wird freigeschaltet. Ullen war schneller. Mit dem Ring drauf gedrückt, damit ich schneller bin als du. Hab ich auch. Das geht schief. Oh no. Ja. Ist schwierig. Ich glaube, Squanchy ist mit mir einig, dass ich das als richtig gelten lasse. Wird schon schief gehen. Genau. Oh, wird schon schief gehen. Aber ich glaube, das ist okay, wenn wir gehen. Absolut. Ja! Ja, nice! Das, meine lieben Freunde, war die erste Runde Quiztime. Und gewonnen hat ganz, ganz knapp Squanchy! Yay! Jawohl! Yay! GG, Squanchy! Dankeschön. Nice. Ich finde es traurig, dass Troy und ich nicht mal zusammen so viel haben wie Squanchy. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht annähernd. Nicht so annähernd. Ach komm. Aber war wirklich nice. Gut, man muss sagen, es kommt halt wirklich auf die Fragen drauf an. Troy hat auch ein paar Mal Pech gehabt mit wirklich schweren Fragen. Und es ist auch wirklich schwer zum Teil die einzuordnen. Was weiß wer und wie sieht's aus? Ne? Aber Squanchy hat gewonnen und somit 10 Gifted Subs in einem seiner nächsten Streams. Gratuliere. Dankeschön. Congratulations, mein Lieber. Nice. Geht's jetzt, Squanchy. Dankeschön. Hier, dass man uns ein bisschen größer sieht. Ja, nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein Test.
Ich hatte auch keine Ahnung, wie lang das geht. Also es geht ungefähr zwischen 1,5 und 2 Stunden. Wusste ich auch nicht. Stunden, ja. Ungefähr, ne? Bletch. Aber nice, yes. Ich hätte einen Vorschlag für dich. Natürlich. Warte, Du hast mich ja letztens auch gesagt, ich soll da was über das Event, das ich jetzt bald. Oh ja, genau. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Werde. Ich habe dich nicht gefragt, ich habe es mir aufgeschrieben. Alles gut, kein Problem. Ja, bitte, nutze die Möglichkeit, Squanchy. Nutze die Möglichkeit. Unbedingt. Genau, ich nutze die Möglichkeit, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und zwar am Freitag. Das ist mein nächster Stream. Da werde ich morgens um 9 meinen Charity-Stream starten. Das ungefähr, also mindestens 12 Stunden lang dauert. Und ich sammle da Geld für die AIDS-Stiftung Schweiz. Unter anderem wird es Just Chatting geben. Es gibt Mario Kart-Turnier. Es gibt Community Games. Und jede Stunde ein Giveaway. Und ich habe da auch eigentlich die ganze Zeit in der Community gesagt, anstatt dass ihr da im Stream Abos verschenkt und so, würdet ihr lieber ein bisschen Geld für die AIDS-Stiftung Schweiz ausgeben. Und da wollte ich dich fragen, aber nur wenn das für dich okay wäre, wenn du anstatt mir 10 Subs verschenkst, ob du das Äquivalent spenden würdest. Natürlich, mache ich gerne, finde ich ganz eine coole Idee. Das mache ich sehr gerne und werde würde ich lieber, also diesen Gewinn würde ich liebend gerne an der AIDS-Stiftung Schweiz weitergeben. Sehr gerne, das mache ich sehr, sehr gerne und werde das entsprechend noch aufdoppeln. Das mache ich. Oh, das ist eine ganz eine coole Idee. Ich finde das wirklich mega cool, was du machst. Und es würde mich mal allgemein interessieren, wie lange machst du das schon und wie kamst du dazu? Das ist das zweite Mal, dass ich das mache. Ich habe es letztes Jahr auch am 1. Dezember das erste Mal gemacht. 1. Dezember ist ja Welt-AIDS-Tag. Ja. Da kam mir letztes Jahr die Idee in den Sinn, das zu machen, weil ich sonst nie irgendwelche Charity-Streams mache. Mhm. Und mir ist es persönlich halt sehr wichtig, dass da einfach wieder ein bisschen Awareness hervorgerufen wird, weil diese Krankheit gibt es leider immer noch. Und die Welt-AIDS-Organisation will ja bis 2030 die Krankheit bekämpft haben. Wow, okay. Und für das brauchen sie natürlich Forschungsgelder. Und das geht immer wieder ein bisschen in Vergessenheit. Und es gibt ja natürlich ganz viele Streamer, die vor allem jetzt während der Weihnachtszeit, immer wieder Spendeaktionen machen, sei es jetzt für Tiere oder Krebshilfe, ganz viele tolle Organisationen. Aber ich persönlich sehe viel zu wenig oder bis gar nichts, dass für die AIDS-Stiftung was gemacht wird. Und ich habe selbst 2 Freunde, die an HIV erkrankt sind. Okay. Und somit will ich das ein bisschen unterstützen. Genau. Sehr eine coole Sache. Voll die Disco. Ja, was Disco. Ist jetzt los? Ich glaube, du hast einen Follow gekickt. Oder nee, so. Ein Shoutout und ein Follow. Dankeschön, Reh. Genau. Dankeschön. Shoutout an dieser Stelle. Ich mache die anderen noch dann. Danke. Ganz eine coole Sache. Ja. Ich wusste das nicht, dass sie das bis 2030, das ist verdammt bald schon. Ja. Also das ist sehr, sehr, also ich kenne mich nicht so aus, aber ich denke, das ist extrem sportlich auch, ne? Auf jeden Fall. Also das ist halt das Ziel, das sie sich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so gesetzt haben. Ob das möglich ist, weiß man nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel. Und auch wenn das jetzt nicht erreicht wird, man kämpft halt dafür. Ja, das finde ich auch gut. Es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt im Leben. Ja. Und vielleicht wird es auch erreicht. Mal schauen. Sehr cool. Sehr cool. Nein, ich finde das wirklich eine tolle Sache. Sorry, by the way, ich wollte dich eigentlich im Vorstellungsgespräch schon, also bin da bei der Vorstellung schon fragen. Ich hab's wirklich vergessen. Ich war ein bisschen nervös wegen der Technik und so. Ja, aber es hat funktioniert. Gut. Und Ninja ist definitiv die bessere Wahl als Guest Star. Also, wir haben im Vorfeld, Chat, das habt ihr nicht mitbekommen, da haben wir kurz getestet. Ich war eigentlich auf Guest Star aus. Und das hat nicht funktioniert. Das hat nur geruckelt und jetzt so funktioniert das wunderbar. Und nur noch kurz, weil ich es lese, ich denke, du bist nicht lange da. Siri, danke dir vielmals. Gruß zurück an den Flughafen. Und schöne Reise. Ben.
Ja, ich nehme mal an, du reist, wenn du am Flughafen bist. Der ist, glaube ich, irgendwo nach Bukarest geflogen, hat er mir gestern gesehen. Er geht nur Birchenmüsli vom Springli kaufen. Sehr genau. Super Sache. Genau. Sehr nice. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ne? Ah doch, hat funktioniert. Jetzt kommt der. Gut. Ja, das ist wirklich ganz eine coole Sache. Und du machst sonst auch viele Quizzes am Anfang, ne? Also so diese. Ich mache eigentlich immer, es ist immer Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und am Wochenende spontan. Und ich habe seit Anfang Januar, also ich habe eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen damit angefangen, so aus Spaß. Einfach, ich habe so ein Spiel mal gekauft, das heißt Klugscheißer. Das ist so ein Kartenspiel. Da stehen da drei Fragen drauf. Und habe dann einfach so im Chat diese Fragen gestellt und irgendeinmal kam mir dann die Idee, ich könnte das als Format dann einfach machen. Und jetzt eigentlich immer im Just Chatting, ganz am Anfang vom Stream, das geht meistens eine Stunde, da kann man Punkte einlösen, da kriegst du eine Frage. Jetzt habe ich drei von diesen Spielen schon durch, die Fragen. Jetzt habe ich Trivial Pursuit Fragen. Okay. Und da stelle ich eine Frage aus diesen Stacks Fragen, also das ist so eine Karte hier und da sind sechs Fragen drauf und der Chat, also du kannst eine Frage einlösen, wenn du die Frage richtig beantwortest, kriegst du die Kanalpunkte zurück, plus kriegst einen Punkt auf dem Leaderboard und die Person, die dann Ende Monat die höchste Punktzahl hat, kommt dann jedes im Quartal für die Qualifikationsrunde, da gibt es einen Klugscheißer vom Quartal. Okay. Und geil. Die Person, die da gewinnt, wird nächstes Jahr ins Finale kommen für Klugscheißer des Jahres. Okay. Ganz geil. Die kriegen dann eine Urkunde von mir. Und ein Freund von mir hat mir schon einen Stempel gemacht für die Urkunde. Das sieht so aus. Oh. Nice. Geil. Sehr schön. Und ich habe auch schon einen Siegeldruck mal getestet. Geil. Aber das ist nicht Kacke, geil. Oder? Auch das ist ein Klugscheißer. Ja, ich meine. Eine Brille. Aha, das hier? Nee. Das du so reingeknallt hast. Weil die Farbe passt gerade so. Das ist meine DNA hier. Sehr schön. Ja, genau. Ja, das ist ja der Klugscheißer. Also die Frage ist nicht ganz unbegründet. Ja. Sehr schön. Und bei mir auf dem Kanal seht ihr das Leaderboard und auch wer die Klugscheißern von den letzten Quartalen waren. Die haben so einen kleinen Schiss auf dem Namen. Kleinen Schiss auf dem Namen. Schiss auf dem Namen. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Hat sich so eingebürgert und das werde ich dann auch nächstes Jahr weiterführen. Ich habe mir überlegt, ob das so eine einmalige Sache wird, aber ich glaube, das behalte ich. Oh, okay. Kommt gut an. Ja. Ja, nice. Geile Idee. Gibt es bei dir, Troy, auch ein Leaderboard bei den Bosskämpfen? Nein, noch nicht. Das ist aber eine sehr geile Idee. Ich müsste dann einfach schauen, wie das genau berechnet wird, ob es da irgendwie der Schaden ist, am meisten Schaden ausgeteilt. Aber das ist echt eine gute Idee, ein Leaderboard. Gibt es aktuell nicht, nein. Okay, weil ich gewinne ja die Bosskämpfe auch immer. Also. Natürlich. Wow. Natürlich. Ach, schön. Aber ja, aber wie würde dann, weil was wäre der Titel, den man bei dir dann gewinnen könnte? Meine Klugscheiße des Jahres ist schon mal nicht so schlecht. Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich wäre dann auch auf den Input von Chat angewiesen, um da irgendwie einen geilen Titel zu finden. Aber der Flatterermeister. Flatterermeister? Ja, why not? Jenny hatte gerade noch die Idee, du könntest auch ein Leaderboard bei den Song-Requests machen. Wer die meisten Scheiß-Songs wünscht. Ja, aber wer entscheidet dann, was denn wirklich scheiße ist? Ja, weil die Geschmäcker, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Du kannst ja deinen Bot entsprechend programmieren. Deinen Geschmack entsprechend. Jenny entscheidet das, okay. Können wir so machen.
Bossfighter des Jahres. Gameplay Master des Jahres. Okay. Ja, wenn ich den. Flatterman. Flatterman ist geil. Flatterman. Dann machst du so einen 3D-Druck, einen Pokal so und eine Hand. Oh, ja. Das wäre richtig. Aber, oder so ein Superheld mit so der Hand vorne, aber auch dem Cape hinten. Flatterman. Ja, geil. Das ist so geil, die Idee. Ich muss das machen. Ich kann die sonst noch irgendwas so ein Meme machen oder so. Ja. Oder eine ja, oder die Urkunde. Ich habe mal eine gekriegt. Ja, mein Schatz sieht alles. Aber ich wüsste schon, die Melodie geht nämlich so wunderschön auf mit Flatterman. Flatterman. Ja, und plätscht natürlich die Kamerafahrt dann auch um diesen Pokal unbedingt. Rum, ne, mit dem Cape. Ja, ich glaube, perfekt. Ich glaube, ich ändere den Streamtitel auf Brainstorming. Ja. Sehr geil. Jesse, sag sowas nicht. Es ist noch nicht vorbei. Aber ja, ich bin auch beruhigt, weil vor dem Stream war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Da war ich ein bisschen nervös. Da hat nicht alles so funktioniert, aber hat funktioniert. Ja, nice. Flatterment. Ja, genau. Das ist gut. Das ist wirklich gut. By the way, was hast du denn für ein tolles Shirt an? Chat. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen teasern. Oha. Nicht schlecht. Oh wow. Das sieht nach neuem Merch aus. Aber sind von auch, wem denn bloß? Sind da auch 88 Tassen drauf? Bilch. Vom Bilch. Wer ist dieser Bilch? Bilch. Das ist ein Schreibfehler. Vom Flatterman. 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 Nein, das ist mein neues Japan-Design. Gibt es im Moment in drei verschiedenen Versionen. Also noch nicht. Aber es wird es in drei verschiedenen Versionen geben. Ab dem 1. Dezember. Aber. Nice. Aber, Vorschlag. Ihr werdet, das kommt jetzt dann bald auf den Social Medias, wenn ihr am ersten Wochenende was kauft, habt ihr Prozent Rabatt dort. Prozent. Ich enthülle noch nicht, wie viel. Und wenn ihr von dem Gebrauch macht, oder vorhabt, könntet ihr ja die gewonnenen Prozente bei Squanchy in den Stream reinhauen. In den Charity-Stream, wenn ich es dann sagen kann. Nur so eine Idee. Oder ihr sagt, was auch absolut okay wäre, ich hätte mir jetzt ein T-Shirt gekauft, will aber die gute Sache unterstützen. Also, nein, die da. Die da. Und haut den ganzen Betrag bei ihm rein. Weil ich finde das wirklich ganz eine coole Aktion. Ja, am 1. Dezember kommt Bleach.ch, der neue Shop. Nice. Und ich freue mich drauf, weil dann werden wir die Möglichkeit haben, ich kann das ja auch mal noch sagen, wenn ich live bin, könnt ihr dann im Shop einen Gegenstand auswählen und an den Chat verschenken. Gesundheit. Das heißt, ihr könnt einen Gegenstand kaufen und sagen, das ist für Chat. Und dann wird automatisch ein Gewinnspiel ausgelöst. Und die Chat-Anwesenden können dann da mitmachen und den entsprechenden Code gewinnen, mit dem sie dann auf dem Shop gegen das einlösen können. Das finde ich mega gut. Das ist mega cool. Und das werden wir definitiv im Dezember, so um Weihnachten rum, sage ich jetzt mal, werden wir das sicher spätestens machen. Das werden wir dann sicher mal austesten. Oder ich werde das mal austesten. Und vielleicht testen wir das ja vorher schon. Mal gucken. Quetsch, gibt's denn dieses Design hier, gibt's das dann noch? Das gibt's noch. Darfst du das sagen? Das gibt's. Das gibt's noch, ja. Ich muss gucken, ich weiß gerade nicht auswendig, ob es noch mit Mr. Pledge ist oder ohne. Weil ich wollte eigentlich nicht mehr so offensiv Merch machen. Wahrscheinlich ist, ich glaube, es ist nur noch der Totenkopf ohne das Mr. Pledge. Aber das Totenkopf-Motiv gibt's noch in ganz vielen Optionen. Sogar, das kann ich auch noch teasern, als Piratenflagge. Es wird sogar die Piratenflagge geben mit dem Totenkopf. Ich habe ein bisschen rumgebubelt. Ja? Wie die erste Feinde von Apple, hä? Wie? Wie die erste Feinde von Apple. Ja, schon fast, ja genau.
Genau, die hatten auch so einen Tottenkopf auf schwarzem Grund. Genau, stimmt. Nice. Mit den beiden Noten gekreuzt. Ja, nice. Sehr nice. Und Dolan, was gibt's bei dir für ein Leaderboard? Die Jenny hat vorhin geschrieben, Cat Party Ranking. Ehrlich gesagt, Cat Party wird es zukünftig nicht mehr geben. Was? Oh, was? Warum? Nee. Ich bin momentan eh dran, alles ein bisschen anders zu machen. Hallo Mona. Weil, mal gucken, was in Zukunft noch kommt. Ich will es mal wieder ein bisschen minimieren, weil ich habe so viel Zeugs, was teilweise dann nicht funktioniert. Und dann gucken wir mal, was es dann alles gibt. Genau. Ja, nice. Was aber Catch Bullen gibt's noch. Der ist noch, aktuell ist er noch drin, aber muss ich dann wirklich gucken, wie ich das machen will. Weil es halt, wenn du dich halt hinsitzt und irgendwie irgendwelche Rollenspiele spielen willst oder so, ist es halt für mich mehr störend, als es für mich irgendwie, weil ich will das Spiel irgendwie spielen. Dann müsste ich es halt irgendwie zweimal spielen, damit ich für mich selber die Story genießen kann und dann wird dann die Zeit langsam knapp. Ja, ist klar. Das verstehe ich. Genau. 15, ja. Aber eben, ich bin momentan völlig im Umbau. Ja, ich will eigentlich auch ein bisschen mein Equipment irgendwann mal verbessern, weil meine Kamera ist von Urgestein. Mal gucken, was da alles noch kommt. Irgendwie schneidet sie vor allem den Hintergrund weg. Hast du noch eine Kamera Obscura? Ja, ich habe noch eine Logitech C920 oder wie die heißt. Die ist uralt. Die haben wir alle, oder? Die haben wir auch angefangen. Liegt die irgendwie rum noch? Das ist meine Second Cam, die von oben auf das Klavier filmt, wenn ich am Spielen bin. Ja, eben. Ja, ja. Ich habe noch die ältere Version. Ich habe noch die ältere, glaube ich, Scrunchy. Ach, die ältere. Die habe ich eben so da unten. Ja, genau. Also die 1920, die habe ich auch irgendwo. War so die Einsteigerkamera irgendwie, ne? Ja. Genau. Und das war ja sehr lange die Kamera, die von jedem empfohlen wurde für so einen Stream. Mhm. Und die Kamera war da schon irgendwie 15 Jahre alt oder so. Ja, das Problem ist, du hattest da halt dann teilweise auch nichts anderes, weil alles halt ausverkauft war. Ja. Das ist so. Jet meint, genau. Ullen im Umbau. Das klingt nach einer Sendung auf RTL 2. Ullen baut um. Ullen baut um, genau. Sehr schön. Der Ullenbau. Ullenbau. Genau. Ubu. Statt Ubu, Ubu. 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 Ja, genau. Ullen im Umbau. Sehr schön, sehr schön. Also du willst also nicht nur softwaretechnisch alles umbauen, sondern auch hardwaretechnisch mal etwas ändern. Ja, mal vielleicht ein bisschen Geld investieren. Aber wenn, dann vielleicht nur wirklich mal Kamera und vielleicht mal ein neues Mikro oder so. Genau, und Effekte dann irgendwann mal später. Ja, Umbullen-TV. Genau. Sehr schön. Umbullen. Aber Chat, ihr seid noch gefordert. Wir sind gerade in Brainstorm-TV. was für ein Ranking könnt ihr denn noch machen, wenn die Cat weg ist? Was könnte also man da tatsächlich habe ich mir echt überlegt, weil es gibt ja, also es gab, ich habe jetzt alles ausgeschaltet, es gab ja verschiedene Möglichkeiten, mich zu töten. Das heißt, es kam Christian Bale von American Psycho, der mich zerhackte. Irgendwas von Drawn Together, wo mich Captain Hero abgeschossen hatte. Von Peaky Blinders, der, wie heißt da die Hauptfigur? Schon wieder. Das ist eine Frage für den nächsten Quiz-Time. Genau. Ich wollte gerade der Typ, sagen, der mich aus dem Fenster kickt. Tom. Genau, Tom Shelby. Dankeschön. Sabi war's. Ja, genau. Ich stücke mich da nicht mit falschen. Paar, vielleicht kann man da was. Tom Shelby, ja. Tommy Shelby, ja. Dumb Ways to Die. Genau. Sehr vielleicht schön. Kann man da irgendwas machen, aber im Moment erstmal vielleicht wieder mal von Grund auf. Ich habe so viele Kacke da drin, ich habe teilweise gar nicht mehr die Ahnung, welche Effekte was machen. Das war, letztens war ich auch bei einem Streamer, da wurde ein Kanalpunkt eingelöst, das wurde ihm angezeigt und er so, was war das nochmal? Was ist das? Ja, das ist
da dein Kanal, Chat, so, das sind deine Kanalpunkte. Aber was, ich weiß nicht mehr, was das wurde schon so lange nicht mehr eingelöst. Was ist das? Was muss ich jetzt tun? Muss der nachschauen gehen, was es war. Sehr schön. Genau. Einfach nicht die Clips löschen, Ullen, sagt JT6. Ach, hör auf. Das ist nicht erlaubt, Ullen. Die Clips, die bleiben. Die Clips, grundsätzlich mache ich es eh immer so. Im Twitch lasse ich immer, gucke ich eigentlich nach jedem Stream, gucke ich mal durch, ob es neue Clips gibt, weil es gibt ja auch Clips, die von Twitch irgendwie gemacht werden. Dann sitzt da halt einfach irgendwo der Stuhl da, hatte ich auch schon. Also ich hätte also der Clips, die... Dieser Stuhl oder auf dem du sitzt? Also ich muss jetzt... Um welchen Stuhl geht's jetzt? Um meinen Stuhl zum Beispiel. Oder den anderen Stuhl, ja. Stuhlgang nicht. Okay, gut. Genau. Entschuldigung. Ja. Aber grundsätzlich eben solche, die schmeiße ich gleich raus und eigentlich downloade ich ab jetzt jeden Clip, den ich irgendwie sehe. Und so die besten lasse ich dafür die Shoutouts. Okay, alles klar. Nice. Wegen Squanchy mache ich jetzt beim Hund immer Belly Rub. Einfach suche ich noch die Nippel. Okay, das klingt komisch. Weißt du aber weshalb? Nee. Es gibt da so einen Clip von dir. Oh. Ja, mein Nippel. Es gibt mehrere Nippel-Clips von mir. Nein, da ging's. Das war die Folge, wo ich dir 100-mal beim Sterben zugesehen habe. Da kam dein Schatzi rein. In vielen Spielen, wo ich 100-mal gestorben bin. Ja, beim Special-Dings, bei Mario. Bei Mario? Special-Dings, da wo du hochjumpen musstest. Dann. Ja. Und da kam deine bessere Hälfte zu dir. Du hast ja gesagt, mit dem Belly Rub und in den Nippel gekniffen. Und den Belly Rub, den kriegen wir hin. Swiss Clip Twitch. Ja, genau. Reingekommen. Genau, der. Jetzt weißt du auch, von wem es gekommen ist, die Aussage. Ja. Belly Rub. Nippel. Genau. Oh Gott, ja. So schön. Mhm. Dankeschön für das. Ja, war aber süß. War ein süßer Clip. Der war wirklich cool. Und das Fondue Gate. Oh, wollen wir anheizen? Nee. Fondue Pfanne, rund. Ja oder nein? Nein. Oh Gott. Fondue Pfanne, rund, ja oder nein? Raclette. Raclette. Nicht Fondue. Raclette. Ja, Raclette. Rund oder eckig. Tatsächlich, ich habe das wirklich heute in meinem Geschäft, habe ich das angesprochen, ob runde oder eckige. Und ich habe extrem viele gehabt, vor allem die Älteren, die gesagt haben, ja, früher war rund gang und gäbe. Zwar war das wirklich ein runder mit so hässlichen Blumen drauf, das sie genutzt haben. Und das waren einfach die Alten, aber die waren auch richtig scheiße, haben sie gesagt. Die waren unpraktisch und die waren dumm. Unpraktisch und eben, genau, die meisten haben dann gesagt, es ist viereckig. Ich für meinen Teil mag viereckige mehr, weil man kann auch Pizza-Raclette machen. Das stimmt. Ja. Also es wird jetzt gerade lustig, weil es sind Arti und Bounce im Chat. Die Urväter des Raclette-Gates. Also der Bounce hat es ja so schön gesagt. Und da muss der Käse dann auch dreieckig sein. Also das kann es ja nicht sein. Dann hat einfach Arti gesagt, man muss es halt schneiden. Ja, so wäre die Idee. Dispatch, dein Link geht nicht da. Dieser nicht? Klangshop, da hast du einen Doppelpunkt vergessen. Scheiß die Wandern. Gut, danke. Werde ich noch ändern. Ich merke jetzt gerade, dass mein Stream Elements eine Frage beantwortet hätte. Mit dem jeder Johnny Depp hat ein Merch. Zum Glück kam der nicht da. Zum Glück kam er da nicht. Oh, noch Ananas Pizza Raclette. Ja, genau. Gute Idee. Ist auch so ein Geld. Ich glaube, dass das Raclette rund oder eckig ist das neue Ananas-Pizza, ne? Irgendwie.
Ich weiß nicht, was ihr gegen Pizza Hawaii habt. Die ist lecker. Ja, ich bin auch von der Front. Ich hab's gern. Mich stört das auch. Ich wäre lieber dort. Ich was? Ja. Ich wäre lieber dort, als es zu essen. Ja, ich wäre auch gerne in Pizza, ja. Das wäre schon schön. Aber Pizza Hawaii ist schon auch nice. Was ist so? Pizza Hawaii. Pizza Hawaii, ja. Oder Döner Hawaii gibt's auch. Oder Pizza. Habe ich letztens gesehen, Döner Hawaii. Ja. Fuck. Das könnte aber auch noch lecker sein, irgendwie. Ananas drin. Das könnte auch lecker sein. Ja, alles probieren. Schlussendlich kommt ja eh alles im Magen zusammen, also von dem her. Ist so, ne? Arbeitskollege von mir sagt jeweils, wenn es nicht so gut, wenn du ihn fragst, wie war das Essen? Und es war nicht so gut, ist seine Antwort, ja, zum Kacken reicht's. Okay. Ist auch geil. Warum nicht? Geile Antwort. Ja, zum Kacken reicht's. Ja, ja, okay. Schön. Meine gibt Schlimmeres. Definitiv Schlimmeres. Ja, gute Zusammenfassung des Streams im Moment. Squanchy mag Pizza Hawaii, Troy trägt die Hemden und Ullen wäre gerne dort. Ja. Und ich? Ich bin auch da. Ja, ja. Das war auch so witzig. Ich hatte eine Ausbildung. Wir sind ein Team von 4 Personen. Wir waren zu 4 dort. Einer war das letzte Mal da, einer das erste Mal und einer kam gerade am gleichen Tag zurück aus den Ferien. Und der Kursleiter hat da alle begrüßt und gesagt, ja, bla bla, schön, dass du trotz Ferien, trotzdem, dass du jetzt gerade zurückkommen bist, an die Ausbildung kommst. Und wichtig, speziell erwähnen und speziell erwähnenswert auch eben bla bla, der ist das erste Mal hier. Und bla bla, der ist das letzte Mal hier. Und dann hat er gemerkt, dass er jetzt alle speziell erwähnt hat, bis auf mich. Guckt er mich so an. Ah, und Bletch ist auch da. So, ja, danke. Soll ich wieder gehen? Alle speziell erwähnt. Und ich so, ja, okay. Ich bin auch da. Ja, das ist jetzt der Running Gag in der Abteilung. Hey, Bletch ist auch da. Jedes Mal, wenn ich morgen zur Arbeit komme. Ich bin auch dabei. Ja, genau. Jeden Morgen jetzt. Ach, guck, Bletch ist auch da. Säcke. Ja, nice. Ja, das sind Arbeitskollegen. Ja, aber weißt du, wenn es so ist, hast du es ja gut bei der Arbeit, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. Ich hoffe, es bleibt bei dir, Troy, so mit dem neuen Chef dann. Ja, ja, ich hoffe es auch. Ist das dein direkter Chef dann, der jetzt wechselt? Ja, der direkte Chef. Also neue Chefin. Ja, das ist, also wenn es der direkte Vorgesetzte ist, hat es natürlich noch mehr Auswirkungen. Ne? Ja, mal gucken, wie es kommt. Wie gesagt, es ist halt einfach so, dass ich hasse, wenn sich was ändert. Das ist einfach das. Aber eigentlich gibt es nichts Negatives. Ja, vor allem jetzt noch nicht. Also, meine, hat ja jeder die gleiche Chance am Anfang, ne? Oh. Schatz, du triggerst mich wieder. Bei mir gibt es viele Gags wegen Kiffen und Ausbildung. Das klingt jetzt falsch, das muss ich jetzt fast ausführen. das war eine lustige Aussage. Wir waren auf Vereinsreise mit dem Orchester, das ich dirigiere. Dann waren wir im Ausgang und ich stand so an der Bar und da kam so eine Frau zur Seite, also auch zur Bar, und du hast ja wirklich angesehen, die ist kaputt. Also die hat wahrscheinlich, also im wenigsten schlimmsten Fall hat sie ein Alkoholproblem, wahrscheinlich mehr. Und dann guckt sie so von der Seite, schaut mich so an, ich schaue sie auch an, sage hallo, bestelle meine Bier, die ich versprochen habe. Und auf einmal macht sie so von der Seite so, hey, hey, und ich so, was, kiffst du? Und ich schaue sie so an, nee, und sie, okay, und ist wieder weggegangen. Ich warte auf meine, ich so, okay, hab so geschaut, sie läuft da rum. Hab gewartet für meine Bier, was ich nicht wusste, ist, dass man hinten rumlaufen kann. Hab meine Bier da bestellt, 2, 3 hatte ich schon. Auf einmal macht es auch von der anderen Seite. Hey, ich guck sie so an, kiffst du? Ich guck so rum, nee, immer noch nicht. So, hab ich schon mal gefragt? Ja, okay, das ist wieder weggegangen.
Einfach einmal rundherum gelaufen und wusste nicht mehr, was sie gefragt hat. Beides Mal genau gleich so. Hey, liebst du? Und jetzt, wenn es das haben natürlich andere von meinem Orchester mitbekommen. Und wenn sie jetzt in der Probe eine Frage haben, fragen sie immer mit, hey, wie ist das jetzt genau? Das ist nice. Ah, ich bin so prädestiniert für solche Scheißmomente. Und ich bin dann nie allein. Es bekommt immer jemand mit. Immer. Hey. Ah, so ein Schwachsinn. Aber habt ihr auch so Internas bei euch in der Firma oder unter Freunden, die auf solche Situationen zurückzuführen sind? Oder passiert das immer nur mir? Das passiert nur dir. Das, ja, klar. Ja, aber es gibt solche, aber ich darf die nicht erzählen, weil sonst wird dein Kanal gesperrt. Okay, alles klar. Es gibt bei mir auch Stories, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich wie ausführlich ich das erklären kann. Also ja klar, da ist kein Problem. So ein Beispiel ist, dass der Name von einem Mitarbeiter immer falsch geschrieben wurde in den Mails. Und mit der Zeit haben es dann die Leute natürlich absichtlich falsch geschrieben. Ja, klar. Also da auch so ein Running Gag, der entstanden ist, was sehr witzig war. Wie ist der Bleibs-Kanal, Ole, erzählen? Hallo, Chat! Nein! Nee, das... Ja, das ist so ja. Der typisch... Es gibt auch bei Assassin's Creed, beim... Was ist das neue? Mirage? Ist das das neue? Ich weiß es nicht mehr. Mirage. Ja, ich glaube, oder? Ja, Mirage ist es, genau. Ich glaube, dort gibt es doch auch so ein Running Gag, wo die Hauptperson einem Händler oder was das ist, auch immer den falschen Namen sagt. Es gibt, glaube ich, dort auch so ein Running Gag. Und mit der Zeit macht das auch extra, irgendwie so. Ich glaube, es war Mirage. Bin mir nicht mehr sicher. Bei den gewissen Spielen gibt es so viele Easter Eggs. Vor allem Nintendo ist da, glaube ich, teilweise immer so ein bisschen... Das stimmt. Ein bisschen an vorderster Front dabei. Gut. Gut, GTA hat auch gute Easter Eggs. Ja. Zum Beispiel die Namen auf den Gräbern auf dem Friedhof, die Programmierer zum Beispiel. Oh, what? Also ich habe es nicht überprüft, das habe ich gelesen. Irgendwo sind so Gräber und dort sind die, glaube ich, die Chefprogrammierer oder so. Chat weiß es sicher besser, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ich will keinen Schwachsinn erzählen. Aber irgendwo sind da die Programmierer auf irgendwelchen Gräbern drauf, haben sie sich selbst verewigt. Das ist bei Nintendo zum Beispiel. Also du hast immer wieder verschiedene Sachen, die vorkommen. Also muss ich gerade mal überlegen, glaube ich, bei Zelda ist es ein Händler, der kommt immer wieder vor. Okay. Und der will dann irgendwas. Aber kriegt es nicht. Ah, ist das der mit dem... Hey, fragt der, hast du Brot? Brot? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wo hab ich sonst mit den Hühnern ist doch auch immer, wenn man die Hühner spielt. Ja. Stimmt, ja. Wenn du die Hühner verprügelst, wirst du irgendwann mal misshandelt von den Hühnern. Das war schon bei der wo war das? Ocarina of Time auf Nintendo 64 war das schon so. Ja. Mhm. Wenn du sie einmal schlägst, kommt ein Ei raus, glaube ich. Ja. Oder beim zweiten Mal und dann nach dem dritten, vierten Mal greifen sie dich an. Tatsächlich. Bethesda hat auch ganz, ganz viele im Fallout-Universum. Da gibt es zum Beispiel in Fallout 3 gibt es eine Mission, wo du in eine Vault reinkommst und die ist eigentlich voll mit Kindern. Okay. Und du musst die dann halt irgendwie beschützen von anderen Söldnern. Und einer von diesen Jungs geht dann irgendwann mal raus oder ist irgendwie dann der Anführer. Und im vierten Teil findest du den wieder als Söldner, als Erwachsener. Es gibt auch mehrere Sachen. Es gibt ein ganzes Video, wo so ein bisschen aufeinander aufgebaut ist. Sogar, glaube ich, ist so wie das Easter Egg ist, dass der Hund im vierten Teil auch im zweiten Teil auftaucht. Oder im ersten sogar. Im ersten Teil gibt es irgendwie auch einen Hund und das ist der, glaube ich, derselbe. Oder immer wieder derselbe Hund, der immer wieder auftaucht. Irgendwie so. Gibt es ganz, ganz viele. Ich finde auch, Pixar macht das auch. Ja Pixar macht das auch. Mit dem Ball zum Beispiel oder dem Pizza-Auto von Toy Story, das immer wieder mal wo durchfährt. Oder dem was ist das, A118? Oder was ist es genau? Der, glaube A118. Oder A13 oder so. Oder irgendwie so. Das, der
der Studienraum, wo die meisten studiert haben, die Nummer A irgendwas hat. Und deshalb, ich glaub, A113 ist es, glaube ich. Genau. So, ja, genau. Das ist der Schulraum, an dem die meisten studiert haben. Das ist schon eine Sache. Ich finde es halt auch geil, wie die alles so ein bisschen zusammenspinnen. Es gibt bei Monster AG ganz am Anfang gibt's einen kurzen Clip, wo so ein einer auf der Straße rumläuft und sagt, ja, hier ist ein Kind aufgetaucht aus dem Nichts. Und das hat Lasern aus seinen Augen geschossen. Tatsächlich hat einer herausgefunden oder hat die Theorie aufgestellt, dass das JJ ist aus Die Unglaublichen. Weil der kann durch Dimensionen reisen und kann aus den Augen schießen mit den Lasern. Das ist voll geil. Das ist schon nice. Auch interessant. Ihr habt ja sicher alle Ready Player One gesehen. Ja. Ja. Und das ist ja einfach ein Film, der besteht ja nur aus Easter Eggs, gefühlt. Ja. Und das ist so krass. Und ich hatte solche Freude, wo ich den Film gesehen habe. Ich habe da wieder was gesehen, da habe ich was gesehen und wow. Da musst du fast, als er das erste Mal in die Welt reinkommt, musst du fast Frame by Frame gucken. Ja. Ja. Weil du hast so viel da in den nächsten paar Sekunden. True. Ja. Und bei mir war es ja noch, also mein Chat weiß es ein wenig, wenn Fenicia noch da ist, sie ist ja auch Fan. Ich bin Firefly-Fan, also die Serie Firefly. Die kennt nicht jeder, aber die haben da halt auch ein Easter Egg von Firefly drin gehabt. Also das war das Raumschiff, das da kommt. Und ich habe das so angeguckt. Ich war ja im Kino und ich so, wow! Und niemand hat es gecheckt, was ich meine. Ich war einfach der Einzige, der Firefly geschaut hat. Aber das war so geil. Ich liebe die Easter Egg-Dinge. Kann man Firefly irgendwo gucken? Weil momentan weiß ich nur, ist für mich Firefly selber das Easter Egg. Weil ich sehe das in so vielen anderen, sehe ich Anspielungen. Aber ich habe die Serie noch nirgendwo gefunden zum Gucken. Ich habe sie nie gesehen. Ich kenne sie vom Namen, aber nie gesehen. Ja, wir geben auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man die gucken kann oder streamen kann. Aber ja, guckt sie, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Weil es ist ja nur eine Staffel. Weil sie wurde Disney Plus kann man es gucken anscheinend. Okay, Disney Plus. Oh, okay. Das dann hätte ich auch. Ich google. Google, ja, jetzt dürft ihr ja wieder googeln. Und die Serie schauen und dann gab es ja noch einen Film. Also es ist ja so gelaufen, die Serie wurde gecancelt. Schuld war eigentlich der Sender, der die Episoden in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt hat. Ja. Und das ist eine zusammenhängende Story, mehr oder weniger. Und dann kam das nicht gut an. Dann wurde das gecancelt, aber es gab dann so die Hardcore-Fans und das haben die dann auch gespürt und dann gab es tatsächlich noch einen Film, nachdem die Serie gecancelt wurde. Und der Film heißt Serenity. Der ist auch sehr empfehlenswert und schließt die Story noch ein bisschen ab dann. Also kann man an einem Wochenende bingen? Ja, kann man. Und ich schaue mir das alles einmal im Jahr tatsächlich wieder an. Weil ich es so geil finde. Okay. Okay. Dann muss. Dann wird das irgendwie der 105. auf der Liste, ne? Ich binge momentan Attack on Titan. Okay. Ehrlich, ich finde das so langweilig. Oh nee, ich hab vor ein paar Jahren mal gestartet gehabt und nach anderthalb, zwei Staffeln habe ich dann aufgehört. Weil ich es auch langweilig fand. Und ich habe mir vor kurzem Demon Slayer durchgeguckt, also die Staffeln, die verfügbar sind. Und dann habe ich auf Instagram so gefragt, ja, was soll ich als nächstes gucken? Und ich habe irgendwie 30 verschiedene Animes gekriegt als Vorschlag. Und eins davon war Attack on Titan. Und jetzt ist ja die letzte Staffel rausgekommen und ich habe gedacht, weißt du was, ich starte von vorne, dann kann ich mir alles durchgucken. Und ich bin jetzt irgendwie Mitte Staffel 4 und ich habe letztes Wochenende angefangen. Also wir gucken ja das Wochenende angefangen. Wow. Okay. Also ich habe das Wochenende praktisch habe ich anderthalb Staffeln geguckt. Jetzt kommt so eine ganz ganz doofe Frage von mir, von einem Noob. Das ist Anime. Das Anime, ja. Okay, das ist Anime.
Anime. Weil in die Welt rein habe ich noch nicht gefunden. Ja, ich sage nicht, dass Anime schlecht ist oder dass mir das nicht gefällt, aber ich hatte da einfach noch nie den Einstieg in die Welt. Gibt ganz richtig viele tolle Animes. Ja, es ja. Für mich ist halt einfach die Grenze, sobald es zu viel Computer drin hat, ist für mich aus. Ich kann das nicht. Es gibt ja ganz viele Netflix-Serien oder Anime-Serien, oder die sie als Anime preisgeben, und da ist so viel Computer animiert, ich krieg da das Kotzen. Für mich muss die Story stimmen. Spielt es keine Rolle, ob das jetzt alles gezeichnet ist oder viel animiert ist oder so eine Mischung aus beidem. Bei mir ist es auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie nervös das Ganze ist. Mir ist es oftmals zu nervös, zu schnell, zu laut, zu schreiend. Mit dem kann ich irgendwie nicht umgehen. Ich weiß nicht, an was es liegt. Aber ich sehe das, die Tochter von Jenny schaut das auch ab und zu. Also nicht ab und zu, eigentlich relativ oft auch. Und zum Teil, ich kann halt nicht sagen, welche Serien es sind, weil ich kenne mich halt wirklich auch nicht aus, wie Troy auch. Und irgendwie ist mir das vielfach zu nervös halt. Aber das ist vielleicht jetzt auch das, was ich einfach gesehen habe. Ich bin überzeugt, dass es nicht immer so ist. Also wenn ihr was sehen wollt, was richtig, erstens mega unterhaltsam ist, richtig lustig und ihr auch immer wieder Hunger kriegt, ist Food Wars. Guckt euch Food Wars an. Food Wars? Das ist es so geil. Es geht um Kochen bei diesem Anime. Das sind Junge, die auf einer Kochschule gehen und die machen so Kochbattle. Das ist so total übertrieben, aber es ist so geil. Und Fabi hat schon so oft Sachen aus diesem Anime gekocht. Die erklären auch, wie du das Zeug kochst. Okay. Das finde ich aber geil. Richtig geil. Das ist und nice. Okay. Hat eine Prise Erotik drin. Wenn die zum Beispiel das Essen lecker finden, dann entblößen sie sich, dann stehen sie einfach nackt da. Und es ist so richtig geil animiert. Und Food Wars ist echt mega. Also guck das irgendwo an, mal die ersten paar Folgen. Nach der ersten Folge ist halt gecatcht. Ich glaube, ich habe da mal einen Ausschnitt gesehen. Sind dann auch die Reaktionen von den Kunden so übertrieben, wenn sie so den ersten Biss nehmen? Ja, so, genau. Ist das okay? Genau, so. Habe ich mal was gesehen? Ja, genau. Aber das ist nicht da, wenn das Essen scheiße ist, dass sie von einem Tintenfisch vergewaltigt werden. Ja, genau. What? Ich habe mir das angesehen, wo ich den Tintenfisch gesehen habe, und ich gedacht, okay, tschüss. Nee, das kommt nicht oft vor. Nicht das oft, ist, also mehr als einmal. Mit die Hauptfigur, der experimentiert gerne rum und dann macht der Tintenfisch mit irgendwas, gibt es zu essen und dann so. Ja. Also du siehst dann wirklich, sie isst irgendwie zuerst was vom Vater, der kocht und ist eben mega entblößt sich. Das ist die erste Folge. Und dann schmeißt er sein Essen auf den Tisch und dann siehst du so, das ist voll hässlich und überall Tentakel und so. Und ich so, okay. Ich liebe das. Eieiei. Ich fand halt mega interessant für unsere Zeit auch, für die gerne Games spielen und auch mal was Schönes und was Gutes so ein bisschen sehen wollen. Ich finde Sword Art Online, die erste und die zweite Staffel. Ja. Ich finde erstens mal den Gedanken, es ist gar nicht mehr so weit weg, weil die setzen sich eigentlich sozusagen einen Helm auf und sind dann in dieser virtuellen Welt drin. Das ist mega geil und eben, wir sind nicht weit weg, weil ich habe den Anime gesehen und so ein halbes Jahr später kam die erste Brille auf den Markt. Also und für das alle, die so... Gut. Ja, für alle, die so RPGs mögen, eben auch so ein bisschen, eine Love Story kann man sagen. Es ist von mir aus gesehen auch nicht so nervös. Es hat auch zwei, drei ziemlich üble Sachen, die sie da ansprechen, glaube ich. So ein bisschen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber guckt euch das auch mal an, ist sehr empfehlenswert. Wie hast du gesagt, heißt das? So, Sword Art Online. Sword Art Online, S-O-A. Genau. Ja, richtig, richtig cool. Nicht S-A-O. Ja. S-A-O. Ich war gerade am Schreiben und mit,
mittelfristig orientierungslos ist gerade. Ja. Richtig cool, ja. Ja. Eben aber. Gibt viele tolle Animes. Ja, also, eben ich verstehe auch, dass nicht alles irgendjemandem ist, aber ich glaube, Troy, du hast ja auch schon Ghibli-Filme gesehen. Das ist auch Anime. Mhm. Gut, das ist aber ja, Next-Level-Shit vom Zeichnen her. Da freue ich mich auf The Boy and the Heron. Der ist jetzt im Kino, oder? Der soll im Kino sein, ja. Den muss ich unbedingt anschauen. Ja, ich auch. Da bin ich komplett raus. dann frage ich mal so in die Runde, was sind Serien, die ihr mindestens einmal im Jahr guckt? Gibt's das bei euch? Big Bang Theory. Ja, yep, me too. Jeden Tag. Zum Einschlafen. Big Bang Theory, Fabi guckt sich immer wieder Friends an, Big Bang auch Theory, oft, ja. Scrubs. Ja. Zeitlang auch oft geguckt, ja. Two and a Half Men war früher noch, aber jetzt, ich wollte nicht Two and a Half Men sagen, How I Met Your Mother natürlich, das habe ich auch sehr oft geguckt. Aber absoluter Spitzenreiter, Big Bang Theory, das läuft bei mir jeden Tag. Ah. Bei mir ist es echt nur Firefly. Ich weiß nicht, ob es noch andere Dinge gibt. So ab und zu habe ich schon mal wieder Lust, vielleicht auch eine Folge zu schauen, die ich schon gesehen habe. Zum Beispiel Black Mirror. Da gibt es so Folgen. Da denke ich wieder an die Folge, weiß aber nicht mehr genau, was war da schon wieder. Und dann gucke ich die nochmal. Also Black Mirror ist ja... Black Mirror ist richtig geil. Kennst du Dead Love Robots? Habe ich mal auch was ganz geil gesehen. Auch, oder gelesen, das geht auch sozusagen ein bisschen in die, kann ja, man schon stimmt, fast sagen, ja. Anime-Schiene ein bisschen, oder? Teilweise. Ich glaube, das ist einfach nur so verschiedene Künstler, die ihre Werke zur Schau stellen. Aber es hat mega geiles Zeugs drunter, es hat mega lustiges Zeugs drunter, es hat aber auch Mist drunter. Ja, das definitiv auch. Aber es gibt richtig viele gute Folgen und auch Black Mirror, mega cool. Also welche Black Mirror Folge hat dich am meisten geflasht, Troy? Ist jetzt noch schwierig. Ich weiß einfach, ich habe genau die Folge, die ich eigentlich mal wieder geguckt habe, was ich vorhin erzählt habe, das war die. Ist jetzt aber schwierig, ohne zu spoilern. Ne? Ich sage jetzt einfach Stichwort die Glaskugel mit, weißt du da, die Kugel mit dem Schnee und dem Haus drin. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Für die es gesehen haben. Weil wenn ich jetzt erzähle, was da passiert, dann sind das Spoilers. Ja, das wäre doof. Ich kann sonst noch sagen, was Chat so geschrieben hat. Beim Chat ist es Van Helsing, Friends, einmal im Jahr Supernatural, Orphan Black, MacGyver, was haben wir noch? The Nanny, King of Queens, auch Black Mirror, alle unter einem Dach, Full House und Fuller House, Grey's Anatomy, Private Practice, was war noch? Oh. SWAT, Rookie, Troy? Mhm, ja, muss ich noch gucken. so das und... Jenny hat noch die Tochter gefragt. Food Wars war ihr erster Anime und sie war leicht erschrocken, als da alles passiert war. Das finde ich auch lustig. Der erste Anime, den sie geguckt hat. gerade Food Wars. Food Wars, ja. Ja, sehr schön. Assassination Classroom ist auch ein toller Anime. Ich merke gerade, ich habe so keine Ahnung. Kennst du den? Also ich glaube, ich weiß, worum es geht. Du bist nicht mehr zu hören. Hört man mich jetzt wieder? Ja. Also ich höre. Oh, Moment. Hä? Also ich höre alle. Ja. Ist okay, Squanchy, alles klar. Kannst du auch sagen, wenn ich so viel quatsche, es tut mir leid. Voll easy, ich meine. Aber er hört uns gar nicht mehr. Noch gehen da? Nee. Bist du noch bei uns? Komisch. Ich höre jetzt euch über... Moment. Sag noch mal was. Hallo. Was? Hallo. Troy zieht einfach durch mit so...
Ah, das wäre der Moment gewesen, um einzufreezen, ne, für Squanchy. Ich muss den Stream anmachen. Irgendwie höre ich euch nicht mehr. Also auf Discord bist du noch drinne. Und wenn sonst mal aus Discord rausgehen und wieder reinkommen. Ja, mal kurz neu verbinden oder so. Ja gut, wie wollen wir ihm das sagen? Er hört uns ja nicht. Mit Handzeichen. Disconnecten. Du musst Discord. Oh, verdammt, denken. Verkehrt rum. Discord. Ja, jetzt ist gut. Keine Ahnung, wieso. Nee, Assassination Classroom, ich weiß, worum es geht. Ich habe ihn noch auf der Liste. Aber eben, Liste wird immer länger. Angucken. Ehrlich gesagt, ich bin momentan bei Netflix extrem vorsichtig, was ich anfange zu gucken und das nicht. Ich gucke alles auf Crunchyroll. Ah, gut, ja. Aber, dachte, es wäre eine Netflix-Serie, sorry. Nö, ist kein Netflix. Ich gucke fast nie Animes auf Netflix. Außer jetzt Blue Samurai will ich mal gucken. Aber ich gucke mir eigentlich alles auf Crunchyroll. Okay. Ja, weil ich finde es mega scheiße, was Netflix macht. Die bringen teilweise mega geile Serien raus und da kommt einfach nichts mehr. Ja. Teilweise auch einfach. Tschüss. Warum auch? Castlevania haben sie gut gemacht. Oh. Hast du Nocturne gesehen? Nee, das muss ich immer auch noch gucken. Nocturne. Die Liste wird lange. Nocturne ist geil. Ja. Mhm. Ach. Troy nur noch so. Ich bin da voll raus. Ja, nein, ich auch. Keine Ahnung von dem Zeug. Ja, ich auch. Aber was ich noch gucken muss, jetzt gehen wir ein bisschen weg von Anime, was ich noch gucken muss, Squanchy, du kennst das ganz sicher, ne? Rick and Morty. Ja, Rick and Morty! Big Rick! Also ich habe die neue Season noch nicht geguckt. Ich nehme an, du hast sie geguckt. Ich habe die letzte Folge jetzt, die Dienstag rausgekommen ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Das hole ich aber nachher auf. Von da kommt ja auch mein Name. Hä? Ja. Okay. Von der Katze. Squanchy. Der Katze Squanchy. Ja, von da kommt mein Name. Mein Streamer-Name. Ja, nice. Rick and Morty. Rick and Morty Hammer. Übrigens, hast du die neuen Folgen von der 7. Staffel schon gesehen? Ein paar? Ich habe noch keine gesehen, aber ich weiß, da sind die neuen Stimmen drin. Aber jetzt wollte ich dir fragen. Du merkst fast keinen Unterschied. Okay. Okay. Also am Anfang merkst du, die sind leicht anders, aber nach 2-3 Folgen merkst du keinen Unterschied mehr, weil die reden eigentlich genau gleich. Die haben das richtig gut gemacht. Darf ich dich was fragen? Ich habe mal auf YouTube einfach so ein Unterschiedsvideo gehört. Für mich klingen die wie KI-Stimmen teilweise. Das sind keine KI-Stimmen. Okay. Okay. Ich glaube, sie haben da tatsächlich Leute, also es gibt auch ganz viele YouTube-Videos von normalen Menschen, die Stimmen nachmachen und richtig gut nachmachen können. Und ich meine, die Folgen haben ja nicht nur die zwei geschrieben, die haben ja. X Leute haben das geschrieben. Und die haben das richtig, also meiner Meinung nach haben sie an der Qualität und an dem Witz nichts verloren. Okay. Ich glaube, die haben das richtig gut hingekriegt. Und die neuesten Folgen sind teilweise richtig krank. Also da fragst du dich, what the fuck did they just saw? Ja, aber das gibt's ja bei Rick and Morty, gab's das ja schon immer, die Folgen, wo du denkst so, wow, wer kommt auf so Scheiße? Also es ist ja auch gut, es ist gute Scheiße. Aber. Die Zugfolge da, Ticket Please, hast du die gesehen? Wo sie im Zug drin sind und die ganze Zeit so, nur so rumfahren und Leute töten. Und ganz am Schluss, das ist, glaube ich, Staffel 4 oder 5. Mhm. Und das war genau während Corona-Zeit. Und ganz am Schluss von der Folge geht dieser Zug kaputt, wo das Morty gekauft hat. Und das sagt Rick, jetzt geh nochmal in den Zug kaufen, wir müssen sowieso die Wirtschaft ankurbeln mit diesem Scheiß-Virus. Wow. Das war genau der letzte Satz und wir standen da im Wohnzimmer und so, what? Haben sie das nie gesagt? Wow. Das war krass. Die haben da richtig den Nerv der Zeit getroffen. Du hast gerade meine Freundin getriggert. Bisschen rumfahren und töten klingt wieder nach True Crime. Sie liebt True Crime.
Ja, also Rick und Morty, richtig cool. Jesse schreibt, ich habe es mit Rick und Morty versucht. Ich habe ausgemacht, weil ich dieses Gerülpse genervt hat. Oh mein Gott, ich liebe dieses Gerülpse. Ja. Ist das immer noch? Macht er das noch, der neue Ja. Okay. Also ich Moment, ich lasse euch mal mein Klingelton abspielen. Achtung, Jesse. Triggerwarnung. Summer, you can't have a party. Because I'm having a party, bitch. Das ist mein Klingelton. Oh, geil. Nice. Calls hat eine Frage. Auf den Wilson. Ja. Cool, und Calls hat eine Frage. Ja. Bist du im Chat lesen? Frage, wer weiß, wie Luke Skywalker in Island heißt? Keine Ahnung. Tatsächlich. Das weiß ich auch nicht. Dachte, wenn es jemand weiß, dann du. Und by the way, es gab keine Star Wars-Frage. Sorry dafür, ja, ne? Noch um das Thema zu beenden. Sorry dafür, hat sich nicht angepasst. Alles gut. Alles gut. Ja, wie heißt du jetzt, Calls? Ja. Genau. Ja. Luke Watterson. Ja, Luke Watterson. Okay. Jetzt hast du mir eine Frage von der nächsten Runde genommen, Mann. Ja, es ist ja gar keine Star Wars-Frage gekommen, hä? Nee, ist keine gekommen. Und ich bin selbst überrascht, weil es ist mir erst aufgefallen, als es Ulin gesagt hat. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Das ist keine Star Wars-Frage. Es kam, by the way, auch keine Filmmusik-Frage. Auch ja. Stimmt. Habe ich auch. Ich glaube, da wäre ich gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich hätte auch damit gerechnet, dass da Filmmusik-Fragen kommt. Das habe ich jetzt aber extra nicht reingenommen. Vielleicht das nächste Mal. Ich habe jetzt, by the way, wenn wir schon wieder beim Quiz sind, Squanchy, oder allgemein an euch, aber es geht jetzt vor allem Squanchy an. Weil wir waren ja vorher bei den Rankings und so weiter. Wäre ja eine Idee, den jeweiligen Gewinner ins nächste Quiz mitzuziehen. Das heißt, du müsstest deinen Titel verteidigen das nächste Mal, wenn du Lust hast. Ja, kann ich schon machen, aber dann nimmst du ja jemanden den Platz weg. Ja, nicht unbedingt. Weißt du, ursprünglich wollte ich eigentlich mit vieren spielen, also mit vier Teilnehmern. Hat jetzt nicht geklappt, gab noch kurzfristig eine Absage, ist ja auch kein Problem, geht ja auch zu dritt. Frage ist jetzt, ist besser zu dritt oder zu viert? Du hast halt weniger Fragen dann, wenn du zu viert bist. Und vor allem jetzt auch für das Gespräch noch und so, ist drei eigentlich noch recht cool, finde ich. Also ich fand's eigentlich auch gut. Ich fand's auch richtig, richtig nice zu dritt, ja. Ja. Bleib ich wahrscheinlich dabei. Du kannst es ja so machen, eigentlich drei kleine Quiz und dann von den drei kleinen Quiz jeweils den Siegern, dann machst du so eine Super Battle. Wollte ich jetzt auch sagen, ja. Das wäre wahrscheinlich besser. Ja. Das wäre auch eine Idee, ja. Dann ist so einfach machen. Halt so ein bisschen das System von Squanchy geklaut dann. Ja, was heißt geklaut? Fair übernommen. Fair kopiert. Ja, auf Twitch ist eh alles fair übernommen, oder? Ja, ist so. Ja, genau. Aha, ich seh schon Squanchy in 5 Jahren immer noch im Quiz. Nein. Nee, aber mach das doch so. Mach das nach drei Quizzes. Die Gewinner des jeweiligen machst du so ein super mega giga flattere Quiz. Flattere Quiz. Flattere. Und ja, du könntest ja eigentlich alle Verlierer, alle, die auf dem letzten Platz waren, dann auch noch gegeneinander antreten lassen. Ah, du willst nur wieder mitmachen. Ja, du weißt, mir ist es eigentlich wichtig, vor allem, dass es Leute sind, von denen ich weiß, das passt, das funktioniert, mit denen kann man auch noch quatschen, weil es war mir schon bewusst, dass ein so ein Quiz nicht den ganzen Stream füllt. Das war jetzt vorher auch schon die Dinge, es war ein bisschen kurz, aber cool. Ich muss gleich zwischen den Fragen noch ein bisschen mehr über das Thema der Frage sprechen, noch ein bisschen mehr Talk einbauen in das Quiz selbst. Zum Teil haben wir darüber gesprochen noch, zum Teil waren wir einfach so schnell drei Fragen durch. Man könnte das Ganze so noch ein bisschen ausweiten, denke ich. Ein bisschen mehr über die Themen sprechen, wie wir es ja jetzt auch machen, oder?
gibt ja wirklich viele interessante Sachen zu fragen. Weil das Quiz kannst du nicht länger machen. Die Fragen sind halt einfach so viele Fragen, wie es sind. Das kannst du nicht ändern. Aber ich sehe es jetzt schon, Bletch, so, ja, eben U-Boot, ne? Tag der offenen Tür. Was sagst du dazu? Wie hältst du davon? Nee, Tag der offenen Tür beim U-Boot. Aufmachen. Nee, natürlich nicht erzwungenermaßen. Nicht erzwungenermaßen. Aber es gibt schon viele Fragen, die irgendwie so noch Türen aufmachen. Auch so. Ja, wenn aber eine Star-Wars-Frage so gekommen wäre, wären wir jetzt noch im Quiz. Das stimmt. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Aber ich finde es gut, so das nach dem Quiz noch so eine Talkrunde zu machen. Ja, finde ich auch gut. Dann hast du nicht den Druck, dass du noch Fragen beantworten musst. Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Nein, ich finde das auch cool. Und ich denke so eben nicht ganz 2 Stunden ist schon ziemlich ordentlich okay für ein Quiz, glaube ich. Ja. Weil irgendwann ist dann auch gut, ne? Also finde ich, ja, wenn man ein bisschen quatschen kann miteinander. Aber da muss ich noch eine neue Szene machen, die dann... Tschüss, Schreiber. Lauf, du bist frei. Ich muss noch eine neue Szene machen, die dann nicht mehr Quiztime heißt, sondern noch irgendwie ein Chatting dann halt. Weil das habe ich natürlich jetzt in diesem Design nicht. Ich habe ja alles ein bisschen gebrandet hier für das Quiz. Aber sieht schön aus übrigens. Also sieht wirklich schön aus, ja. Ich habe mir Mühe gegeben, danke. Und ein bisschen rumprobiert, es hat jetzt funktioniert, das ist das Gute. Und das im Intro habe ich auch Freude. Muss ich jetzt einfach jedes Mal neu machen. Wollt ihr nicht nochmal mitmachen, dass ich das Intro nochmal brauche? Wir machen es so einem Jahr oder 10 machen wir dann so eine Special Edition mit den ersten. Oh, genau. Alle solche also Werte. The first, genau. Ihr habt jetzt den Quiz First. The real match. Ones. Also Platsch, ich hätte da so eine Idee, ne? Wie wir das lösen können. Wie denn? Ich muss meinen Schreiber wiederholen. Ich einfach alle und dann machen wir das Quiz nochmal. Also komm. Bin ich der Einzige, der jetzt da was anderes gesehen hat, außer des Blitzdings? Nein. Gut. 88. Okay, 88. 88. Aufwärts. Ich schreibe mir noch kurz auf, nach 3. Quizzes? Wissen? Quizzes? Quizzen? Hast du das da oben, Quiztime, hast du das selbst designt? Also oder hast du das nein, also es sind Buchstaben, die existieren. Also ich arbeite viel mit Canva. Und die Buchstaben existieren einzeln so. Ich hab's halt, oder besser gesagt, das hat, glaube ich, sogar Jenny gemacht. Das zusammengebastelt. Wow. Hat mir noch gefallen, cool. Haben wir es so übernommen. Du könntest es ein bisschen animieren, dass teilweise die Buchstaben flackern. Das stimmt, ja. Wäre noch eine Idee. Dann müsste ich das aber auch können. Das ist das zweite Problem. Ich bin sehr begrenzt begabt, was visuelle Kunst anbelangt. Ich bin mehr der Ohrkünstler als der visuelle Künstler. Aber ich habe eine Idee. Wäre eine Idee auf jeden Fall. Du befriedigst nicht das Auge, sondern das Ohr. Ja, unter anderem. Nee, ich habe es möglichst schön gemacht, aber noch so mit überschaubarem Aufwand, weil ich ja auch nicht wusste, kommt es an, ist es interessant, funktioniert das Ganze. Aber mir macht es richtig Spaß, muss ich sagen. Also es ist wirklich, wirklich witzig. Wer das sicher. Die Paillettenjacke muss noch sein, ne? Was sagst du? Die Paillettenjacke, die muss noch sein. Ja, genau. Muss ich auch noch. Aber wie heißt das? Was ist jetzt die Mehrzahl von Quiz? Weil ich bin da hängen geblieben. Quizzen? Quizzes? Nach 3 Runden. Ein Finale. Aber so eine Paillettenjacke, wo, wenn du dir über die Nippel streichst, dass das die Farbe auch ändert. Ja, genau. Also über welche Nippel reden wir jetzt? Wenn du die lang genug streichelst, kriegst du wahrscheinlich auch eine andere Farbe. Oder eine andere Form. Je nachdem. Abgerieben. Animieren. Ja, nice. Sind gute. Was sagt ihr zu den Kategorien? Also die Scherzfragen waren meine Favorites. All-Time-Favorites. Am besten das nächste Mal nur Scherzfragen. Ein Scherzfragen-Spezial. Genau. Das wäre auch noch eine Option gewesen, so eine Spezialfolge, eben wegen zum Beispiel, wir machen
fix was mit Soundtrack-Fragen oder so, oder fix nur Gaming, wäre auch mal lustig. Müsste vielleicht nicht so viel Fragen sein, aber dafür schwierigere. Zum Beispiel. Das ist eine Weihnachtsfolge oder so irgendwas. Wäre ja genau. Mal, ne? Ja, so Spezialfolgen nach Themen. Cool. Aber sonst fand ich die Themen gut. Also Musik, Schätzfragen, Film, Gaming und allgemein. Ich hab's probiert. Eine gute Mischung. Ich hatte zuerst, anstatt Gaming hatte ich Streaming, das wird aber relativ schnell schwierig. Weil das ist doch ein sehr spezifisches Thema dann, weil ich dachte, ich spiele es ja mit Streamern, das wäre so ein bisschen Insider-Fragen so, aber das wird verdammt schnell schwierig. Deshalb habe ich es dann auf Gaming umgeändert dann. Ja, Musik muss ja sein natürlich, Film bietet sich sowieso auch an, da ist ein Riesenfeld, wo du Fragen stellen kannst. Ach genau, und anstatt allgemein hatte ich zuerst noch Mensch. So Biologie sozusagen. Das kann sein von Biologie über Schauspieler, über, das kann auch sehr viel sein, einfach so über Thema Mensch. Das schließt dann aber eben schlussendlich so fiktive Charaktere ein bisschen aus. Das wollte ich nicht, deshalb habe ich es dann als allgemein umgetan. Das Schwierigste finde ich nicht mal unbedingt die Fragen zu finden, sondern sie der Schwere nach einzuordnen. Das finde ich mega, also, mega schwer. Ja. Ich fand das eigentlich randommäßig richtig, richtig cool, dass manche Fragen, die jetzt 500 Punkte gekostet haben, eigentlich relativ einfach waren und umgekehrt. Weil ich finde das immer so, ich finde, es nimmt so ein bisschen Spaß weg, wenn du sagst, 500er Punkte, das sind die schwierigsten Fragen. Ich würde halt einfach alles random machen. Egal jetzt, ob die Frage mega schwer ist. Entweder hast du Glück oder hast du Pech. Da hast du halt noch so einen zusätzlichen Joker. Ja, gut. Da hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass sich die Leute ein bisschen mehr Kopf-an-Kopf-Rennen machen können. Beispiel. Ja, es könnte aber dann drin ausarten, dass du halt dann, weil die 500er nicht unbedingt die schweren sind, das ganze Board von unten nach oben machst. Ja, oder dass einfach zuerst alle 500er genommen werden. Ich habe es mir zuerst auch überlegt, aber ich habe es dann aus diesem Grund nicht gemacht, weil ich schon will, dass die 100er wirklich extrem einfach und die 500er eher schwer sind, dass man halt auch nicht einfach zuerst alle 500er ballert, oder? Weil sonst, das ist so, war so ein bisschen meine Überlegung. Mhm. Aber ja. Also ich finde es schon noch wichtig, dass man auch noch ein bisschen mit Strategie spielen kann und sagen kann, ich nehme jetzt die 100, aber da bin ich mir so ziemlich sicher, dass ich das auch beantworten kann. Oder dann halt High Risk, High Reward bei den 500. Ja, eben. Vielleicht mal ChatGPT fragen. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Also einige. Ja. Zuerst hatte ich ganz andere Kategorien und wirklich schwere Fragen. Da habe ich mir also wirklich von, ich hatte mal irgendwie Wissenschaft war ein Thema, wirklich mit Sachen. Da habe ich ChatGPT gefragt und das hat mir Fragen gegeben. Da dachte ich, meine Fresse, ich weiß die 100er Frage nicht mal. Also, wir sind Menschen, wir haben keine Datenbank, die wir abfragen können. Ja. Ich denke, wenn so Fragen kommen, die wirklich schwer sind, also Wissenschaft und so, dann würde es Sinn machen, wenn man Multiple-Choice-Antworten hätte. Und da was gäbe es auch. Müssen. Das wäre auch eine Möglichkeit, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das bei dieser Version geht. Es gäbe ja auch noch die Version à la Wer wird Millionär? Das spielst du halt dann einfach mit einer Person. Ich fand das eben noch cool, dass du mehrere Personen hast. Mhm. Und dann gibt es noch eine Version, wo auch drei oder vier mitspielen und einer das Ganze hostet und du eigentlich der Chat eine Frage gestellt bekommt, die beantworten müssen und die Mitspieler müssen dann raten, was der Chat, also welche Antwort das am meisten genommen wurde. Für das musst du aber konstant viele Leute haben oder wirklich eine gewisse Anzahl Leute haben und das habe ich nicht immer. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele es heute sind, aber es sind in der Regel nicht so viele, dass das wirklich Sinn machen würde, weil ja auch nur ein kleiner Prozentsatz dann wirklich auch mitmacht. Mhm. Und das wäre dann mal, wenn es ein bisschen mehr läuft oder größer würde, wäre das auch mal noch eine Idee. Aber was auch Möglichkeit wäre, wäre halt eben mit den Buzzern allgemein, dass Fragen halt gestellt werden, und halt gebuzzert wird, offen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, dass der die Frage auswählt, auch Vorfragerecht hat. Also Vorantwortrecht, so besser gesagt. Ja.
Das finde ich gut so, wie du es gelöst hast, das ist mit der Vorfrage recht. Und auch bei meinen Qualifikationsrunden, wenn ich die Qualifikationsrunde mache, da wähle ich immer Schätzfragen. Ah ja. Sind immer Schätzfragen in Zahlen und dann geben die Leute auf einer Plattform die Zahl ein. Wenn sie fertig beantwortet haben, werden erst dann die Antworten von den Kandidaten eingeblendet. Okay. Alle gleichzeitig. Und die Person, die da am nächsten ist, kriegt dann einen Punkt. Und wenn jemand genau die Zahl trifft, kriegt es dann 2 Punkte. Aber Okay. Bei mir sind es dann immer Schätzfragen, damit alle gleichzeitig beantworten können. Aber das mache ich nur bei der Qualifikation, also alle 3 Monate dann. Okay, alles klar. Ja, das ist auch eine Idee. Jesse sagt, man könnte auch... Ansonsten eben die Fragen halt aus der Karte. Ja, genau. Man könnte auch Erdkunde reinnehmen. Nein. Bienchen sagt, die Pazifikfrage für 500 war mega easy im Vergleich zu anderen. Ja, wenn du es weißt. Wenn man was weiß, ist es immer einfach. Es ist halt immer die Frage, weiß man es oder weiß man es nicht. Das ist halt Allgemeinwissen. Aber ist schon so, die hätte ich auch auf 300 setzen können. Dann wäre aber vielleicht eine andere Frage dann so einfach gewesen. Es ist halt immer, eben, das sage ich ja. Es ist immer schwer. Für mich war es extrem schwer einzuschätzen. Ist das jetzt eine Stolperfrage oder ist es keine? Ne? Weil eben, wenn man weiß, dass das Klavier 88 Tasten hat, dann weiß man es. Auch wenn es eine 500er Frage ist. Oscars, ne? Gewonnen hat. Ja, ja, genau. Das ist auch so. Wenn man es weiß, weiß man es. Dann ist es immer einfach. Ich würde so eine Version wie Trivial Pursuit lustig finden mit Würfeln und Steinchen sammeln. Ja, aber das wird extrem kompliziert dann umzusetzen, so auf die Distanz. Das wird dann extrem interessant für das. Oder es gibt eine Kategorie mit schweren Fragen und jeder hat einen Joker, heißt, jeder darf mal anschreiben oder anrufen. Ja, ist auch schwierig. Das sind alles gute Ideen, aber es ist halt dann auch schwer umzusetzen. Da musst du warten und die Person muss erreicht werden und dann muss die Person sich auch noch dran halten, dass sie nicht googelt und in der Zeit... Also das Problem, Tami, deine Frage ist der einzige Grund, warum Wer wird Millionär nicht live gesendet wird. Das ist der Telefonjoker. Damit der nicht weiß, was für eine Frage kommt, bevor er gefragt wird. Und das kannst du im Stream nicht umsetzen. Das hat Günther Jauch war war Gast bei Baywatch Berlin, glaube ich, im Podcast war das. War der beim 100. Podcast war der zu Gast und der hat gesagt, das ist der einzige Grund, warum das Wer wird Millionär nicht live gesendet wird, der Telefonjoker. Weil der könnte sonst mitschauen und sieht die Frage und kann schon jede Frage googeln, bevor er überhaupt angerufen wird. Deshalb wird es nicht live gesendet. Die wissen nicht, wann sie angerufen werden und mit was für einer Frage. Das ist der einzige Grund. Und das ist schwierig umzusetzen, auch ein bisschen. Nein, ich glaube, das Format so gut. Großen und Ganzen war es okay. Und ich glaube, es ist auch gerade gut, hat es per Zufall jetzt nur Anführungs- und Schlusszeichen 3 Kandidaten gegeben, nicht 4. Ist auch gut, ist auch wegen dem Layout einfacher. Und vor allem jetzt auch beim Chatting, weil die Kameras werden dann doch irgendwann ziemlich klein. Mhm. Vor allem, wenn man auf dem Mobiltelefon guckt. Und ich bin wirklich, jetzt sage ich es wirklich, ich bin froh, hat alles funktioniert und ich werde ab jetzt mit OBS Ninja spielen und werde die dann auch bei euch einbinden im Design, weil Chat, was ihr nicht, also vielleicht wusstet ihr es auch, sie hatten jeweils einen eigenen Link mit Infos drauf und ui, Lu, danke dir für dein Sub im 7. Monat, morgen. Danke dir vielmals. Sie hatten alle ein eigenes Dashboard mit den Fragen und einem Wasserklicker und dort hätten sie die Kameras auch gesehen. Konnte ich aber habe ich nicht eingebunden, weil ich ja ursprünglich mit Guests da arbeiten wollte. Mache ich nicht mehr. Mache ich jetzt mit OBS Ninja, weil dann kann ich es dort auch einbinden und muss dann einfach hier die Kameras da noch einbinden. Dann passt das schon. Man lernt. Aber ist ja schön und danke auch für die Feedbacks. Und ihr könnt mir auch gerne noch Feedback später geben, wenn euch noch was in den Sinn kommt. Ich finde das cool, ich werde das wieder mal machen. Es hat immer ein bisschen Aufwand, 25 Fragen und so, aber du. Mach's ja gerne. Ja. War wirklich ganz coole Sache. Was wollte ich? Vorher wollte ich noch eine Frage stellen. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Angst. Oh, Quatsch.
Liebe geht raus, mein Lieber. Danke für deinen Prime. Danke, dass ich dein Prime sein darf. Dankeschön für die Einladung und fürs Organisieren. Hey, sehr alles. Gerne. Sehr gerne. Danke, dass ihr hier so ins kalte Wasser gesprungen seid, weil ihr wusstet ja überhaupt nicht, auf was ihr euch macht, wie dein Hype-Train, Leute. Danke, Troy, für deine 300. Es ist doch okay, sehr Leute. Gerne. Alles gut. Alles gut. Ihr sollt doch nicht. Spart euch die Sachen auf, was ist es? Freitag, ne? Oder Samstag? Nein, Freitag ist es. Freitag. Ja, Freitag ist Freitag. Es. Squanchy, einfach, dass ich es vorher schon sage, ich werde das on the fly machen, weil dummerweise bin ich am Freitag unterwegs. Wann startest du? 9 Uhr morgens bis mindestens 9 Uhr abends. Wahrscheinlich. Ah, okay, nein, dann bin ich erst. Bis Mitternacht. Bin ich noch am Arbeiten und erst weg, wenn du schon weg bist. Okay, alles klar. Alles klar. Dann schaffe ich es sicher mal noch rein. Dann werde ich natürlich das hier noch einlösen. Und hallo, Barrix. Mein Lieber, schön, dass du hier bist. Und Clue, danke für den Gifted-Sub. Sehe ich gerade. Leute, war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, aber ich kann jetzt nicht Schluss machen. Wir müssen noch ein bisschen diskutieren. Die Leute haben es wieder... Die Leute haben Bock. Ne? Die Leute haben Bock. Die Leute haben Bock. Seid ihr sonst eigentlich auch so Spieletypen, also so Brettspiele mit Familie und so weiter, oder eher weniger? Leute, ich kann... Danke, Schatz. Brettspiele nicht so. Tatsächlich bei mir Brettspiele. Ich kenne jemanden, der Brettspiele extrem spielt. Da will ich auch mal mitmachen. Also der hat so... ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ein Strategiespiel, das nennt sich Company of Heroes. Das gibt es auch als Brettspiel und da hat er das ganze Sortiment, da hat er, glaube ich, 3000 Öcken ausgegeben für alle Erweiterungen, weiß der Teufel was alles. Und da habe ich mal gefragt, ich will mal mitspielen. Bei mir ist halt momentan Dungeons & Dragons, was im Kommen ist. Ja, aber da ist das Equipment auch nicht gerade billig teilweise. Ja, das stimmt. Aber das wäre so mein Brettspiel. Ich habe früher Brettspiele gespielt mit der Familie. Also so der Klassiker war das verrückte Labyrinth. Kennt ihr das? Oh ja. Das ist richtig nice. Oh ja. Aber heutzutage, nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde es eigentlich gerne häufiger mal wieder machen, weil ich finde, das macht sehr Spaß mit Freunden, das am selben Tisch physisch so zu spielen. Das stimmt. Danke, Pinchen. Cards Against Humanity. Oh Gott. Das haben wir mal in der Firma gespielt. Ja. Echt? Ich habe die Big Black Box habe ich zu Hause. Ich glaube, das sind ja die ganz, ganz üblen Antworten drin, ne? Ja, das ist einfach die große Box mit mega vielen Erweiterungen. Das spielen wir regelmäßig an Silvester mit den Kollegen. Es gibt sogar so eine Extension für Twitch, wo du mit Kanalpunkte Cards Against Humanity Karten einlösen kannst. Aber ich habe es dann nicht eingebunden, weil alles auf Englisch ist. Okay. Und es gibt halt auch viele Leute, die nicht so gut Englisch kennen oder den Witz nicht verstehen. Ja. Dann ist es natürlich ein bisschen schade. Ja, genau. Es gibt aber vielleicht kann Barrix was machen. Barrix, ja. Kannst du was zusammenbasteln? Das wäre auch was. Das Kampf gegen das Bünzlitum. Genau, das haben wir, das Spiel, das gehört auch bei uns zu Silvester im Freundeskreis. Das gehört auch dazu. Ja. Das ist auch so ein Spiel. Aber mein absolutes Hassbrettspiel. Monopoly. Du, danke. Ja, Monopoly. Danke für ein weiteres Giftsub an Techie. Danke euch, Leute. Nicht übertreiben jetzt. Ne? Ja, Monopoly, mein absolutes Hassspiel. Du spielst so lange, bis die Karten verteilt sind und dann ist eigentlich schon klar, wer gewinnt, aber das Spiel geht noch 3 Stunden. Das ist mein Eindruck von Monopoly. Da kann ich nichts mit anfangen. Gar nichts. Achso. Ist auch nicht meins. Ich spiele das auch nicht gerne. Das ist, es gibt noch so ein riesen Strategiespiel mit so einer Weltkarte. Cluedo? Nein, oh, das liebe ich. Risiko. Das mache ich gerne. Risiko. Ja. Da habe ich auch 3-mal einen Anlauf genommen. Das war mir dann auch zu viel dann schlussendlich. Nein, Cluedo liebe ich. Das spiele ich sehr gerne. Spiel des Lebens. Ja. Das ist auch witzig. Das habe ich auf dem Tablet und das haben wir auch schon
auf dem Sofa oder im Sommer draußen liegend, wenn irgendwie wer wirklich nichts lief und man irgendwie was machen sollte, haben wir da zu zweit am Tablet gespielt. Ist auch eine lustige Version. Uno ist halt auch immer geil. Uno, ja. Stadt, Uno. Land, Fluss. Ja. Auch lustig. Uno könnte man auch mal im Stream machen. Das wäre sicher auch mal witzig. Ich weiß einfach nicht, wie das geht. Ne? Ja, ich habe noch nie Uno gezockt. Nie? Ist doch nie. Wirklich? Nee. Ach, krass. Nee. Boy. Wow. Ich hab das nie gespielt. Wow, okay. Ich, Alter. Also, aber kennst du Ciao Sepp? Ciao Sepp kenne ich, ja. Dann kannst du Uno spielen, das ist eigentlich das gleiche. Okay. Einfach noch mit ein, zwei anderen Karten mit drehen und aufnehmen und so, aber eigentlich ist es dasselbe. Okay. Ah genau, Jenny schreibt es mir Arschlöcher. Das haben wir immer gespielt im Zug bei der Heimfahrt von der Schule haben wir das gespielt. Oder kennt ihr Gimsche? Gimsch? Einmal gespielt oder so. Aber ich kenne jetzt die Regel gerade nicht mehr. Da ging es, glaube ich, weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber Chat wird mich korrigieren. Es geht darum, glaube ich, vier gleiche Karten zu haben, mit Ablegen, Aufnehmen. Und dein Gegenüber muss dann sagen, wenn du vier gleiche hast. Das heißt, du musst vorher irgendein Zeichen abmachen. Wenn die anderen aber das Zeichen herausfinden, hast du verloren. Und das ist so witzig. Ich weiß nur, du musst dir irgendwie Zeichen geben, wenn du so weit bist, dass der andere sagen kann, du hast Gimsch. Und ich weiß noch, das haben wir in einem Schullager mal gespielt. Da hatten wir so Heuballen als Tische. Und wir wussten, mein Kollege und ich wussten, wir spielen das heute noch und haben da schon mal so einen Stock reingesteckt und sind dann wirklich ganz nahe dran gesessen, dass du nur am Stock drücken konntest und hat der andere am Bein gespürt, oh, es ist soweit. Das haben sie nie rausgekriegt. Nie. Und jeder hat verloren. Und was habt ihr gemacht? So, ja, Telepathie, meine Freunde. Telepathie. Es hat einfach funktioniert. Keiner hat es gedacht. Das war so witzig. Alter. Clou, Mann. Clou, dreh doch nicht durch. 5 Gifted-Subs, ein Superhund, Anox, Freya, Renegade und Lex. Danke dir vielmals. Jetzt wäre der Hype-Train gleich durch gewesen. Ich weiß es, warum du... Alter, jetzt ist er wieder auf 4 Minuten, auf Level 4 schon. Leute, ist da jemand am 13. verklepfen? Ja, Lou, danke dir vielmals. Aber übertreib bitte nicht wieder so, ja? Danke, danke, danke. Ich mache das doch gerne. Ja, was ist denn hier? Danke für das Sub. Und schon ist Freya da. Ein Gifted-Sub und Freya, zack, steht sie auf der Matte. Danke dir. Schön, dass du da bist. Hi. Darf ich mal eine Streamer-Frage in den Raum schmeißen? Tu es. Ich konnte es nebenbei gerade nicht lassen. Kennt jemand die Kyocam von Razer? Ist die gut? Das ist die mit dem Licht. Frage, ne? Ja. Kenn ich nicht. Ich habe mal gelesen, dass sie nicht so schlecht ist, aber ich hab sie nie gehabt. Also ich konnte es nie testen, daher, I don't know. Welche habt ihr denn? Du hast irgendwie eine Digitalkamera, ne? Ja, ich habe eine Sony Alpha 6100. Ja, es kostet halt ein wenig. Sonst, ich habe noch eine Dell Webcam. Ist eine 4K-Webcam, aber... Wow. Das ist eine Kartoffel. Nicht. Eine Kartoffel. Ja. Kartoffel. Erex meint, ich persönlich würde nichts mehr von Razer kaufen. Ich habe alles von Razer. Ich habe eine... Ich habe eine Elgato Facecam. Ich auch. Die ist nein, sicher gut, ja. Nein, stimmt nicht. Die wollte ich mal. Ich habe die Logitech Streamcam. Also die jetzt läuft. Ich empfehle den Leuten immer die Elgato Facecam. Nicht direkt die Pro, weil das ist dann wieder Overkill, aber für einfach die erste Webcam ist die super. Okay. Ist wirklich gut, ja. Mal gucken. Und hallo Leisa und hallo Freya und alle, die ich nicht begrüßen kann. Ich will nicht immer reinquatschen. Entschuldigung. Danke, schön, dass ihr hier seid. Alles klar, mach nur. Es ist dein Stream. Alter. Du kannst uns auch muten, wenn du willst. Also. Nein. Ich bin hier mit euch am Spaß. Alter. Lachen, Lola, Dave, danke dir für deinen Sub. Alter, wir sind schon auf Level 4. Ihr seid wieder am Durchdrehen. Hört doch auf, Leute. Guckt doch einfach zu. Hört zu. Danke, Lachen, Lola. 3 Monate.
Und hört jetzt zu, was für eine Kamera das gut ist. Weißt du, ich hab nicht eine bessere Kamera, weil man sonst nur noch besser sieht, wie kacke es aussieht, wenn ich vorne dran sitze. Das reicht für mich von der Auflösung her. Ich muss da nicht besser kommen. Danke für den Gifted Sub. Ah, Laser, du hattest auch Glück. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich war es Clue. Wahrscheinlich. Ist zwar gerade nicht, aber egal. Die Elgato Facecam. Die habe ich auch angeschaut, aber du würdest nicht die Pro nehmen, sondern die kleinere. Nee, die normale. Die normale. Aber ja, die normale. Aber ist es wirklich noch ein Riesenunterschied mit einer großen Cam gegenüber den gängigen Streamcams jetzt? Macht das noch Sinn, eine Fotokamera zu kaufen für ich nur Streaming? Ich finde ja. Ja? Es ist natürlich preislich, so ist es schon ein großer Unterschied auch. Also man muss sich das schon gut überlegen, ob man das Geld da investieren will. Aber es ist visuell, optisch doch nochmal eine andere Welt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber da zahlst du doch Kamera, dann noch zusätzlich ein Gestell wahrscheinlich, dass du die irgendwo platzieren kannst. Objektiv, genau. Objektiv ist sowieso das A und O bei der Systemkamera. Lachenlola schreibt, OBS-Bot Tiny 4K. Ist auch eine gute Wahl, ja. Die bewegt sich ja dann noch mit, ne Dave? Das ist die du hast. Die verfolgt dann die Person auch. Je nachdem, was man streamt, ist das natürlich eine geile Kamera. Also ich denke jetzt hier an Kochstreams, wo man sich in der Küche bewegt. Und dann ist es natürlich geil, wenn das Ding mitfährt. Na gut, aber ich bin ja ein Gamer. Ich sitze ja eigentlich. Ja, es tut mir leid. Du kannst auch VR-Gaming machen, dann bewegst du dich. Das habe ich zu wenig Platz. Ich hab das mal gemacht. Ich habe das mal gestreamt vor langer Zeit. VR-Games. Ah ja? Ja. Hast du dann auch Beat Saber gespielt und hast so rum... Nee, Beat Saber habe ich nie gespielt. Ich habe irgendwie so Escape Room-Spiele gespielt mit Freunden. Und die konnten auch dann ganz normal am PC da spielen und ich war einfach in der VR-Version. Und das war schon noch sehr witzig. Ich kann ja mal gucken, was du so gespielt hast. Am längsten Marbles 142 Stunden. Nein, das kann nicht sein. Das Chatting 255 Stunden. Ja, aber... Hast du mehr gemarbelt als Just Chatting? What? Wirklich? Hast du noch mehr Marbles als Just Chatting? Nee, Just Chatting ist am meisten 255 Stunden. Ah, okay. Eben. 100 Stunden in God of War Ragnarok. 65 das, Stunden das in der Nacht. Das war eine geile Zeit. Die Twitch-Statistiken oder wo? Ja, genau. Ah. Ja. Hogwarts Legacy. Dann kommen hier schon die ganz kleinen Spiele. Bei mir ist sicher Mario Kart an dieser Stelle. Warte mal. Bei mir so. Ja, bis ich deinen Namen geschrieben habe, ich kopiere den lieber. Ah, Leute. Ja, ich finde das immer mega interessant. Ich habe marketingtechnisch einen scheiß Namen, aber. Das stimmt. Ich habe es mir auch gesagt. Früher war es einfacher. Fuck, so Squanchy. Squanchy Island, ja. Cool. 418 Stunden Just Chatting. Ja. Wow. 242 Stunden Mario Kart. Okay, krass. Ich quatsche gerne. Du bist ein Squatcher. Dann Zelda, dann Elden Ring. Dann Zelda, dann Elden Ring? Okay. Mhm. Bei mir dann Animal Crossing, dann nochmal Zelda. Bei mir mit Animal Crossing habe ich angefangen. Animal Crossing habe ich auf der Switch 2000 Stunden. Mr. Bletch. Überraschung. Ja, Musik 252 Stunden und 60 Stunden Sims. Ja, ist knapp. Ja. Und vor allem Sims habe ich jetzt ein Jahr lang nicht mehr gespielt. Ne? Und tatsächlich, wenn ich da gucke, ich streame länger als Troy. Wow, okay. Also gemäß den Aufzeichnungen, ich weiß halt nicht, ob du den Namen mal geändert hast. Nee, weil ich bei dir. Namen nie geändert. Weil bei dir startet es mit, glaube ich, 2018.
Ja, ich. Das, wo bist du jetzt drauf? Auf Twitch-Tracker? Ja. Das steht. Wo ich mir das mal rausgesucht habe, habe ich rausgefunden, dass Twitch-Tracker den ersten Stream von mir nicht drauf hat. Ich weiß nicht, ob da so ein Limit ist irgendwo. Das kann natürlich schon sein. Aber ich hab's dann, ich weiß nicht mehr, wo ich es rausgefunden habe. Auf dem Twitch-Dashboard selbst. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde, ansonsten finde ich es immer mega interessant, was das so abgeht. Ja, ist so. Vor allem die Follower-Kurve ist bei vielen sehr interessant. Mhm. So, jip, und dann jip. Das Coole siehst du jetzt zum Beispiel bei Troy, der ja eigentlich immer viele Zuschauer hat. Du siehst halt, dass im Sommer fast nichts läuft. Im Winter geht es dann ein bisschen ab und im Sommer geht es dann wieder runter. Weißt du, was das Geile ist? Ist so. Wunderlicherweise war es bei mir dieses Jahr genau andersrum. Ich hatte die besten Monate Juli, August. Keine Ahnung warum. Okay. Aber ich hatte die besten Monate Juli, August. Noch witzig. Hatte ich sonst gute Monate? nur kurz. Ich gebe noch ein paar Sachen aus dem Chat durch. Noch bei der Kamera war noch Sony A6000 bekommt man relativ günstig gebraucht, meint der Clou. Barracks sagt auch, Occasion kriegst du sehr gute Cams und die meisten Streamcams sind massiv schlechter. Habt ihr auch Occasion gekauft, um das noch abzuschließen. Und Clou sagt noch, wie Troy, willst du uns jetzt sagen, dass es möglicherweise mal Gameplay bei dir gegeben hat? Kein Kommentar, Clou, kein Kommentar. Und Bounce fragt wie immer, wann gibt es mal wieder How I Met Your Streamer? Bald? Ich sag mal bald. Mehr sage ich da noch nicht. Soon. Weil, also Abby, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist wieder alles installiert. Das Problem ist, ich müsste noch etwa 30 Streamer erstellen. Weil die Bubble ist ein bisschen größer geworden. Und mein Ziel ist es halt immer noch, ganz Sims nur mit Schweizer Streamern voll zu haben. Und da arbeiten wir aber noch ein bisschen dran. Und übrigens, Chat, wenn ich schon dran bin, danke für den Hype Train Level 5, Jeffer. Danke, danke. Liebe geht raus. Ich hätte dir circa 150. Ja, ich weiß, Schatz, ich weiß. Aber viele kenne ich ja noch nicht. Sind da 150 gelistet inzwischen? Ja, inzwischen sind es etwa 150 Schweizer Streamer, die gelistet sind. Holy. Schon geil. Ich hätte es auch nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Und es sind wirklich ein paar richtig gute drunter, die ich noch nicht gekannt habe. Wo ich jetzt doch auch ein paar Mal reinschaue. Das ist cool. Ein cooler Nebeneffekt von diesem Projekt. Mhm. Grundsätzlich macht es halt massiv was aus, wenn man eine vernünftige Optik auf der Cam hat. Da kommen die standardkompakten Webcams nicht mit. Ja, genau, eben auch. Man sieht es auch bei Troy mit der Unschärfe im Hintergrund und so weiter. Das geht natürlich bei meiner nicht. Das kriegt die nicht hin. Man kann auch Software. Dann hat man immer so, wenn man sich schnell bewegt, merkt die Kamera, oh Scheiße. Da ist da so ein Loch nebendran. Das sieht immer so witzig aus. Guck mal. Man kann es halt auch mit den Dings machen, ne? Genau, mit Software. Also ich mache es über eine Software. Ja, die sind auch schon ziemlich gut mittlerweile. Ich habe ja das beim Blackjack mal gefragt. Was hast du für ein Objektiv? Weil ich habe das nicht gemerkt, dass das bei ihm nur Software war. Und ich dachte, der hat so ein extrem teures Objektiv. Mit was arbeitet er? Ich hatte gesagt, ja, das ist einfach ein Video-Broadcaster. Okay. Ja. Ja gut, eben, ich bin ja meistens mit Greenscreen unterwegs. Einfach aus einem einfachen... Ich eben auch. Und aus dem einfachen Grund, weil ich halt sonst mit dem Rand so viel von meinem Streaming, von meinem Musikprogramm verdecke, dass immer das Wichtige verdeckt ist. Das ist eigentlich der einzige Grund. Aber jetzt ich mach's beim Gaming, also ich fahre dann den Greenscreen rauf, wenn ich ins Gameplay gehe, ja, Klo. Also so zwei Aber Stunden sonst... am Tag. Aber sonst habe ich tatsächlich jetzt auch jeweils so diesen Hintergrund, also die Wohnung halt. Du hast das, ich habe halt, ich glaube, ich streame gerade das erste Mal ohne Greenscreen. Ich habe halt nicht so einen extrem streamable Hintergrund noch im Moment. Ja, es sieht jetzt nicht. Man sieht meine ganze so. Rumsammlung hier drüben, by the way, das sind alles Rumflaschen.
Okay. In meinem Piraten. Also ich finde es schön. Es passt irgendwie. Mhm. Das ist halt, deswegen heißt das Ganze, deswegen bin ich ja auch auf dem Piratenschiff, weil ich bin hier in einem kompletten Holzraum. Das hat mir das getriggert, dass ich jetzt umgezogen bin das letzte Mal. Ich finde es halt immer schwierig, weil eben, ich sage jetzt mal so, Troy, du kannst es ja eigentlich sehr gut machen, weil du viel Just Chatting machst in Marvel. Mhm. Dann musst du ja das Spiel nicht unbedingt sehen. Ich, wo ich eigentlich mehrheitlich oder praktisch nichts in Just Chatting mache und Gameplay habe, aber lieber das Gameplay, was ich zeigen möchte, als ja, mein Hintergrund. Ach, meine Void. Gut. Danke, dass du da warst. Und gute Nacht. Ja, es ist so. Es ist halt so, zum Chatten ist es halt schon cool. Aber da habe ich mir jetzt einen Hintergrund gebastelt. Und da bin ich auch noch ein bisschen am Rumprobieren, so mit Unreal und so. Das ist gar nicht dein Zimmer. Ja, halt auch cool. Doch, das ist noch mein Zimmer tatsächlich. So gut bin ich nicht. Funktioniert noch nicht so, wie ich das will. Ich habe da ganz verrückte Ideen. Ich habe ja mit Troy mal drüber gesprochen. Ich habe mich mal angesetzt ein bisschen. Naja. Problem ist, aber ich habe mich gerade auf eine Idee gebracht. Bräuchte dann wahrscheinlich noch einen Rechner mehr, um das alles laufen zu lassen von der Leistung her. Aber wenn man klein anfängt, also so ein Zimmer animieren, das wäre schon möglich, glaube ich. Muss ich mich da mal vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr mal ein bisschen Zeit oder so, mal gucken, wie viele Aufträge das noch kommen. Aber das wäre schon auch eine Idee, wäre auch schon cool. Einfach nur ein ganz einfaches Zimmer. Was nachbauen oder weiß ich was. Und dann kannst du immer den Greenscreen oben haben. Du musst gar nicht wechseln. Oder was halt zum Beispiel Gronkh macht, er hat halt einfach eine Endlosschlaufe von seiner Cam aufgenommen, ohne den Stuhl und das Mikrofon, und hängt halt dann dieses Video hinten dran. Ja, ist auch eine Idee. Das ist auch eine geile Idee. Ist auch eine Idee. Er hat halt einfach die Cam laufen gelassen, weiß nicht wie viele Stunden, oder irgendwo einen Punkt gefunden, wo die Farben alle gleich sind, um das zu loopen. Und hat da einfach so dann sein, also jetzt glaube ich nicht mehr, aber früher hat es so gemacht. Auch eine Idee. Ja. Den echten Raum im Hintergrund, da musst du nur einmal aufräumen und ein schönes Video machen, dann kannst du danach machen, was du willst. Und kannst vor allem 15 Mal umziehen, das merkt niemand. True. Auch eine Idee. Also du machst es wie bei den Simpsons, oder wenn sie einen Videocall machen, hier drumherum alles Müll, so wie bei mir. So die Absperrbänder am Boden. Ganz viele Kartenschachteln, hier sind die Keyways, da hinten ist noch ein paar. So eine Schneise. Genau, so eine Schneise, so diese Safe Zone. Und alles andere sieht man nicht. Haben sie nicht bei den Simpsons, haben sie sich doch noch so Absperrbänder am Boden gelegt, dass sie wissen, dass ja, sie wissen genau, wo bis genau. wo, dass sie wirklich. Ah, schön. Schön. Ja, es gibt da so Möglichkeiten, sehen wir da. Ja, cool. Ja, hey, Leute, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Im Moment ja, gerade. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dürfen, glaube ich, alle morgen wieder arbeiten gehen, ne? Ja. Troy, es ist noch nicht Dezember, du musst auch noch arbeiten. Ja. Nicht mehr lange, aber ein bisschen schon. Ja, okay. Nee, ich kenne dir das. Dann gibt es Dezember 24/7 Stream bis Heiligabend. Also wenn Sabaton. Sabaton. Es gibt sicher mehr Streams als sonst. So viel kann ich versprechen. Sehr. Ich weiß nicht, wie viel mehr Gameplay es gibt. Aber die Idee wäre schon, dass ich da mal so ein paar Games, also vielleicht mal das Plague Tale durchbekommen und mal was anderes noch starten. Spider-Man 2. Spider-Man 2 ist auch noch. Alan Wake 2 würde ich gerne mal beginnen. Ja. Ja, so die Spiele das ist doch ein mal Spiel in Dezember. Von mir. Welches war das? Blair Witch Project. Oh ja, stimmt. Oder Don't Scream. Oh ja. Oh. Das war auch was von Troy. Also ich bin durch für dieses Jahr mit Horrorspielen. Bei mir ist ja gut. Ich hab genug. Ich hab genug. Ich hab Don't Scream Offstream mal versucht. Okay. Weil ich ja sonst keine Horrorspiele spiele. Und ich habe es im ersten Versuch geschafft. Okay.
Aber ich hatte irgendwie nur 45 Jumpscares anscheinend. Waren es wenige, keine Ahnung. Du warst einfach heiser, deshalb haben sie deine Stimme nicht aufnehmen können. Ne? Ja, oder ich bin einfach nur im Chaos gelaufen, 18 Minuten lang. Sehr schön. Sehr schön. Geht ja auch. Wäre auch eine Idee. Ja, natürlich. Why not? Ja, ja. Ja, nice, Leute. Hey, ich danke euch dreien vor allem, dass ihr dieses Experiment hier mitgemacht habt, weil ihr wusstet ja wirklich eigentlich nicht, worauf ihr euch einlasst. War mega cool. Freut mich mega. Und Squanchy, dich werde ich garantiert spätestens dann in nach zwei weiteren Runden mal nochmal anfragen, wenn wir dann da so ein Quartalsfinal oder vielleicht ist es dann halt auch ein Halbjahresfinal, je nachdem, wie lange es geht. Ja, ja, du brauchst die Zeit. Und die anderen natürlich auch gerne wieder. Hat mega Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, danke dir fürs Einladen. Danke für den riesen Support heute wieder. Ihr seid nicht ganz normal, deshalb seid ihr aber auch bei mir, das weiß ich. Danke euch vielmals und ja, wir sehen uns am Samstagmorgen. Ja, am Samstagmorgen wieder mit Filmmusik. Ich habe sehr viel zu tun. Freue mich drauf. Und eben guckt auch bei den anderen mal vorbei, lasst ein Follow da. Und wir sehen uns. Ich würde sagen, wir raiden noch weiter. Und ihr bleibt noch kurz dran. Wir sehen uns. Bis zusammen. Bye bye. Also die sollten weg sein. Jetzt mal einmal rein kurz. Guten Moment erwischt. Würdet ihr es bei mir wieder retten, oder? Ja, das habe ich aber erst. Das habe ich erst seit die. Das gehört jetzt Musik wieder, oder was? Oder es kann. Ja, ich hab's gerade auf die Schnelle gedrückt.